Konsti und ich. Berlin Melde History Month, Teil 2. Heute, Konsti, großer Boba. Heute geht es um die Dark Ages und die frühe Meltdown-Era. Wir bewegen uns heute im Bereich von 2010 bis 2014. Und erzählen heute den werten Zuhörern und Zuschauern dahorm was über die Geschichte von Berlin Melee. Konsti, bist du gespannt? Ich hatte tatsächlich auch von dieser Zeit, wie letztes Mal, noch gar nicht so viel gehört. Also ich kenne halt nur so Erzählungen von Leuten, die selbst nicht mal da waren, größtenteils. Ja. Ich kenne ein paar Leute, die zu der Zeit angefangen haben und dann bis heute noch da sind oder zumindest noch da waren, als ich angefangen habe. Aber ich glaube, so richtig, richtig Ahnung von was da abgegangen ist, habe ich auch echt nicht, weil ich glaube, ich war echt fokussiert auf so die Zeit, in der ich da war natürlich. So, ich habe jetzt nicht irgendwelche History-Books gelesen hinterher. Ja. Aber du wirst ja quasi jetzt mein verbales History-Book sein und ich freue mich sehr auf den heutigen Exkurs. Ja, ich werde es versuchen, so gut wie möglich hinzukriegen. Wir haben ja gesagt, wir fangen in 2010 an, aber beim letzten Mal haben wir ungefähr da aufgehört. Also die Gründerzeit, die Luma uns erklärt hat, mit den Usern Sharky und Falcon Dicker, noch nie von denen gehört, bis vorletzte Woche, als Luma von denen erzählt hat. Dann Luma, Phil und Limiter, das war diese 2003 bis 2007 Zeit. Und dann hat sich ja so zwischen 2006 und 2010 so eine kleine Community in Berlin rausgebildet mit Luma, Perfect Shadow, KP666, dem YouTube-Star. Mustafa war dann aktiv oder hat da angefangen. Fast hat da angefangen. Sloka aus Paris war in Berlin für ein Auslandssemester. Und auch so alle meine Kumpels, die Melee gespielt haben, waren immer auf Turnieren. Irgendeiner war immer da, so David oder Tim oder so. Und ja, das war halt so diese Zeit. Und das ist alles so kumuliert in 2010 in dem Vorhaben, dass Luma und ich mal wieder ein Turnier organisieren wollten. Weil wir haben 2008 eins organisiert zu Ostern. Das hieß Never Gonna Smash You Up featuring Rick Astley. Und die Venue... Ja, Rick Astley, warte mal. Haben wir das schon geklärt? Ja, Rick Astley war... Also, du weißt, wer es ist. Ich weiß, wer Rick Astley ist, ja. Aber gab es einen tatsächlichen Teilnehmer da, der sich Rick Astley genannt hat? Nein, leider nicht. Keine Chance. Da hat der echt eine Chance verpasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch gesagt, es wäre super funny, wenn wir Rick Astley da gehabt hätten, aber natürlich geht es nicht. Weil einfach der echte taucht da auf. Er taucht auf und er singt so für so 20 Leute, nee, 40 Leute, weil 40 Leute singt er so. krass wäre es gewesen, war aber nicht da. Aber dieses Turnier in 2008, das bildet jetzt sozusagen den Groundwork für was ich jetzt erzählen will, nämlich... Warte mal, ich muss mein Mikrofon ein bisschen lauter machen. Ich glaube, hier gab es durchaus Beschwerden. Ja, du wolltest mich gerade darauf ansprechen, dass hier mal wieder gar nichts läuft. Klar. So, 2 dB lauter, Musik ist leiser. Vielleicht funktioniert es jetzt. Müssen wir mal gucken. Ich kann auch noch näher reinreden, vielleicht. Weiß ich nicht. Ob das hilft. Ich habe richtig Bass einfach. Ich hab richtig Bass. Nice. Okay. Jedenfalls haben wir 2008, haben Luma und ich auf der Suche nach einer passenden Venue, die all unsere unendliche Gamer-Energy fassen kann, die Venue gefunden, um die es dann gehen soll. Nämlich, und du kennst sie auch noch, das Treibhaus. Das Treibhaus in... Marzahn, Allee der Kosmonauten. Marzahn. Ja, Marzahn, Allee der Kosmonauten. Das ist so eine krasse Venue gewesen, Mann. Und die haben wir 2008 gefunden. Und wir haben dann, als wir 2010 wieder ein Turnier organisieren wollten, nämlich Berlin Calling hieß das, weil wir unsere Turniere immer nach irgendwas mit Musik benannt haben. Aber außerdem, mir fällt gerade auf, das ist die älteste oder die längst genutzteste Venue für Berliner Smash-Turniere gewesen. Ich glaube, ihr habt 2008 damit angefangen. Ja. Und wir haben noch 2015, 16 da Sachen gehostet? Ja, 2016, nee, warte mal, 2015 war Sonnemond und Smash. The Den hatten wir auch noch da. The Den war nach Sonnemond und Smash, ja, ne? Ja, auf jeden Fall, das war deutlich später. Dann war The Den auch noch da, das war dann 2016 Den. Wahrscheinlich. Ey, verrückt, das ist also fast 10 Jahre Treibhaus. Ja, mega krass. Ja genau, und Treibhaus war halt die, ja, ey, wir können auch, wenn Corona vorbei ist, wer weiß, Digga, vielleicht können wir wieder ein Turnier im Treibhaus organisieren. Dass es Treibhaus noch gibt? Ey, gibt's auf jeden Fall noch, ich bin neulich auf dem Weg zur Arbeit mal dran vorbeigefahren, weil irgendwie die S-Bahn ausgefallen ist und ich mit so Straßenbahnen mich durch Marzahn schlängeln musste und da habe ich gesehen, die gibt's es noch. Perfekt, wir müssen eigentlich nur einen Transporter von Charlottenburg nach Marzahn schicken und dann... Alle Fernseher rein und dann Hobby, wa? Ja, das stimmt. Ey, Treibhaus,
Yearly confirmed. Treibhaus Yearly, Dicker. Immer zu Ostern einfach. Einfach wieder Osterturniere. Unsere anderen beiden Turniere, die Numa und ich gemacht haben, waren auf jeden Fall auch Ostern. Okay. Aber nice, okay, also ihr habt ein Turnier organisiert. Und genau. Berlin Calling. Berlin Calling, genau. Und das war wirklich ein erstaunlich großes Turnier. Wir haben es auch relativ früh angekündigt, so, haben so auch auf Smashboards und so angekündigt, allen Leuten Bescheid gesagt, haben die eh immer gemacht, so. Und da waren die, warte mal, ich hab's hier vor mir, die Top 6, nee, die Top 8 waren, auf Platz 7 waren K-Jab, wir kennen ihn. K-Dad. K-Dad, genau. Und Pepito, erinnerst du dich an Pepito zufälligerweise? Peki? Nein, nein, das ist nicht Peki. Pepito ist aus Schweden. Er hat eins der legendärsten Sets aller Zeiten gespielt, nämlich auf Berlin Calling gegen, erinnerst du dich noch an Tero oder Andy? Ja, klar. Ja, er hat gegen Tero gespielt und Tero wurde, glaube ich, Game 1 geforstockt oder so und Game 2 hat Tero ihn auf Dings auf Mute City gecounterpickt. Nee, warte mal. Nee, genau, nee, auf Battlefield, er hat ihn getimeoutet, genau. Und dann hat Pepito ihn auf Mute City gecounterpickt, weil Mute City hat keine Ledge. Weil Tero hat Puff genommen und hat die ganze Zeit geledge-campt. Weißt du, in dem Game, wo er ihn getimeoutet hat. Und er hat gesagt, Big Brain, wir gehen auf Mute City, da gibt's keine Ledge. Und dann hat Tero richtig auf den Sack gekriegt. Nice. Und das war Pepito, genau. Der ist hier auch Top 8 gekommen. Top 6 waren Pasi und Alduin. Pasi kennst du, ja. Und Alduin war der beste Italiener. Der war richtig, richtig krass auch. Der ist auch nur da rausgeflogen, weil er früher gehen musste. Okay. Weil das Turnier offenbar zu scheiße organisiert war. Er hat gegen Armada verloren. Also er hat, warte mal, wen hat Alduin besiegt? Pamaro und K-Jab besiegt. Und dann gegen Armada 3-0 verloren. Und dann hat er im Losers gegen Mustafa Death Loss bekommen. Er hat noch gegen Sparken gewonnen, gegen Pepito gewonnen und dann hat er gegen Mustafa Death Loss gehabt, weil er los musste. Okay, krass. Auf jeden Fall irgendein Italiener, der Italien ein bisschen stärker machen würde, als es jetzt ist. Wenn ja. Er noch existieren würde. Also wahrscheinlich, wenn dieser Typ jetzt in der Zeitmaschine so nach vorne gereist ist und heute ankommen würde, wäre er wahrscheinlich immer noch der beste Italiener. Das ist sehr, sehr gemein und sehr hämisch von dir, Konsti, und es könnte möglicherweise stimmen. Anyway! Das sind die Teilsländer immer wichtig, aber ja, erzähl weiter. Ja, auf dem vierten Platz war Mustafa. Er hat gegen Remen verloren, ich glaube, das letzte Mal in seinem Leben an dem Tag. Das ist ein Niederländer, ne? Ja, genau. Das ist ein super oldschool Holländer. Und das war das letzte Best-of-Five-Set im Turnier, weil dann haben wir natürlich Best-of-Seven gespielt. Also Winners Final war Armada gegen Amsa. Amsa hat Falco genommen. Er wurde auch Amsas Fox wurde geforstockt von Armada auf FD. Ich dachte, er wurde nie geforstockt. Ja, seine Sheik nicht. Ach so, okay. Das wurde mit den Jahren immer verwaschen. Aber ich wurde noch nie geforstockt. Ich meine, alle meine Charaktere außer Fox wurden noch nie geforstockt. Und dann hat Amsa Losers Final gegen Rehm 4-1 gewonnen und hat dann im Grand Final gegen Armada mit Falco das erste gezogen auf FD und wurde dann auf Brinstar gethreestockt, auf Stadium gethreestockt, auf FD getwostockt und auf Yoshis gewonestockt und hat das Turnier 4-1 gegen Armada verloren. Okay, nice. Außerdem da waren, ein bisschen represent hier von den deutschen Atzen, wir hatten Däumling, der gegen Smasher 89 gewonnen hat. Ich glaube, das erste Mal überhaupt. Smasher 89 war also der beste Eisclimber-Spieler in Europa zu der Zeit. Und Däumling hat er das erste Mal gegen den gewonnen. Und er so, es war richtig leicht. Fand ich voll gut. Dann, Tero war da. Ich habe gegen Tero erste Runde Losers verloren. Dann war Pamaro da. Der hat gegen Yappi 3-2 gewonnen. Das ist auch ein legendäres Set. Das Yappi gegen Pamaro, das Game 5 Set. Yappi war auch da und ist nicht in die Top 8 gekommen. Genau, Yappi hat er gegen Pamaro verloren, ja. Boah. Yappi okay. War 17. Nee, ey, 13. Wie viele Menschen waren 13. bei dem Turnier? 80 Leute waren bei dem Turnier. Ihr habt 80 Leute in dieses Haus reingetragen. Ja, klar! Das war vor Corona. Das ist so klein für 80 Leute. Ja. Das war auch total krass irgendwie. Also, Yappi Pamaro war ein Game 5 Set. Yappi lag 2-0 vorne und dann hat Pamaro ihn noch 3-0 comebacked. Und danach hat Pamaro nach diesem Set in Top 12 hat er dann gegen Pasi ein Game 3, also ein Best of 3 verloren.
Ich weiß nicht, was da los war. Ich war viel zu beschäftigt mit der Organisation. Oder ich war betrunken, eins von beidem. War ein großes Turnier. Dann war K-Jab natürlich da, den haben wir ja schon in Top 8 gehabt. Der hat Baxon und Wheelie und Dancing besiegt, was ziemlich krasser Run war für ihn. Die krassesten Leute da gewesen irgendwie und die sind so, ja, der ist 27. geworden, der ist nicht aus Pools gekommen, so. Ja. Wir haben Pepito in der Top 8, keine Ahnung. Pepito hatte auch voll den sicken Run. Pepito hat Till besiegt, also T-Till, weißt du, der Samus-Spieler? Ja. Der war damals noch gar nicht in Wien, der war damals noch in Wittlich, glaube ich, in Rheinland-Pfalz, wo der herkommt. Dann hat er Dr. Dead besiegt, der vorher Zetrox besiegt hatte, und dann hat er noch Aniolas besiegt und dann hat er gegen Alduin verloren. Das war Pepitos Run, auch voll krasser Losers Run eigentlich. Okay. Ja. Yappi hatte, bevor er gegen Pamaro verloren hat, hatte Yappi Arne besiegt. Arne war nämlich auch da. Und es war, glaube ich, seine erste so relativ schlechte Performance, weil er war immer ziemlich, ziemlich gut zu der Zeit. Er war so Top 5, Top 6 Deutschland so. Und da ist er halt so, keine Ahnung, voll abgeschmiert irgendwie. Ja, Dancing war da, der ist gegen K-Jab rausgeflogen. Und Flav war auch da. Flav hat gegen Wheelie verloren. Wheelie ist so ein französischer Falco- und Peach-Spieler gewesen. Ganz weirde Kombo. Und Reaper war auch da. Reaper hat erste Runde Losers gegen Dr. Dead verloren. Ey, das ist ein spannendes Turnier. Aber gibt's, abgesehen von dem Turnier an sich, was da passiert? War das erste Mal im Treibhaus? Das war das zweite Mal im Treibhaus. Okay. Das erste Mal war ja Never Gonna Smash You Up, genau. Und es war richtig krass, weil es so riesengroß war. Und das Ding ist, du weißt ja, im Treibhaus kann man ja vor Ort pennen, theoretisch, ne? Ja, und da haben wahrscheinlich alle so Schulter an Schulter unter irgendwelchen Tischen geschlafen. Ja, so ungefähr war die Schlafsituation, ja. Also alle so mit Isomatten und so aufblasbaren, so weißt du, wie das ist, wie so, keine Ahnung, wie die alten Turniere. Inzwischen gibt es ja nicht mehr, inzwischen kommen ja alle nur noch mit Dings, alter Hotel und Airbnb und bla bla. Aber früher, das wissen viele von den Kids wissen das gar nicht mehr. Wir haben einfach auf dem Boden von unbeheizten Hallen gepennt, in so Schlafsäcken auf Isomatten. Ich habe mehrere Turniere auf Tischen und Stühlen gepennt, weil ich auch keinen Bock hatte, einen Schlafsack oder sowas mitzunehmen. Also, keine Ahnung, ich denke mich mit meiner Jacke zu, ist mir doch egal. Weißt du? Und das. So ein bisschen was davon habe ich auch noch mitbekommen. Ja. Und ich glaube, Dinge haben sich zum Besseren gewendet. Auf jeden. Wie ist denn das in Wittenberg? Ist in Wittenberg nicht auch so Schlafsituation? Ja, eigentlich schon. Also so war es die letzten paar Male. Wittenberg ist jetzt seit 3 Jahren nicht stattgefunden. Ja. Aber ich denke, so wird es nächstes Mal, wenn, falls es nochmal passiert, halt auch so sein. Ah, okay. Und ich, ganz ehrlich, ich würde es für die Kultur ein bisschen machen. Same, Dicker. Ich habe ja eine Isomatte. Ich habe ja von Film mir vor Jahren mal für ein Festival eine geliehen und habe die immer noch hier. Ich benutze die für Sport. Perfekt. Hey, Alex ist auch da. Shoutouts. Er hat das Leben auch mal gelebt, sagt er. Das kommt ja gut auch. Okay, aber Burning Calling abgehakt, würde ich mal so sagen. Krasses Turnier. Klingt sehr 80 Mann im Treibhaus, was wirklich nicht so groß war. Ja, und dann wirklich auch so die besten Spieler Europas halt da gehabt, ne? Das war schon richtig, richtig also krass. Auch so eine absurd große Liste einfach von so, was machen die alle in Marzahn, Alter? Ich schwöre, ne? Wenn du überlegst, so Amsa, Rehm, Amade, Aniolas, Pasi, Baxon, irgendwie Mustafa, KJ, Pamaro, Yappi, die waren einfach alle in Marzahn, Dicker. Die so, ja, lass Melee-Dings, komm, Alter. War schon krass, ist schon krass, ey. Ist immer gut. Ja, genau. Und da, da war so, da gab zu der Zeit, also so diese 2010-Ära, wir haben ja schon etabliert, was in Berlin so für Spieler gab zu der Zeit. Also wir hatten halt Luma und Phil und den KP666, den YouTube-Star und Fast und so, die waren auch alle da. Also die meisten von denen waren da. Mustafa war auch da. Mustafa war zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr in Berlin. Deswegen war Luma der beste Berliner halt zu der Zeit. Also by default, weil Mustafa war weg. Als er gegangen ist, war Mustafa auch noch schlechter als Luma, aber dann ist er halt sehr viel besser geworden so mit der Zeit über die nächsten 1-2 Jahre. Ja. Und zu dieser 2010-Ära hatten wir noch so, da kamen halt voll viele neue Spieler dazu. Da kamen so vor allem viele von diesen alten Brawl-Spielern und sowas dazu. Also Akuma, falls du dich an den noch erinnerst. Ja genau, ich wollte gerade mal fragen, so letzte Mal auch, wer ist denn in der Zeit um dieses Turnier rum so alles neu dazugekommen? Ich kenne Akuma natürlich noch. Ja, dann Ömer, Reflex, Muscle Bra TV. Der hat zu der Zeit tatsächlich, er wollte Melee und Brawl gleichzeitig anfangen und hat halt so Melee und Brawl gleichzeitig gegrindet. Muscle Brawl TV? Muscle Brawl. Melee Brawl TV? Dann erinnerst du dich zufälligerweise noch an Flubber?
Luba ist ein, zwei Mal später wieder aufgetaucht und hat immer irgendwas Legendäres gemacht. Jedes Mal, Digga. Der war so krass, der hat Samus gespielt. Er kam so aus dem Nichts, er hat Samus gespielt und wir so, ah krass, er ist voll gut. So, er war einfach legit so richtig gut. So, der war jetzt so kein... 3 Jahre verschwunden. Ja, und dann der ist, glaube ich, richtig gut in League of Legends geworden. Ich glaube, das war, was er dann gemacht hat. Weil ich weiß, dass ich den im Meltdown noch gesehen habe. Er kam irgendwann im Meltdown an, also hatte so Melee gespielt. Ich so, Digga, Flubber, das ist doch nicht der. Und dann sehe ich so, oh, das ist der, what the fuck? Und dieses legendäre Pamaro-Yuppie-Set von Berlin Calling, das Game 5 Set, ne? Da gibt's ein Video zu mit der Crowd-Reaction, weil die gesamte Halle das Video geguckt, den Dings geguckt hat. Danke, Genosse Pingu, für den Sub. Boah, danke für den Sub, Alter, ist echt. Danke, Genosse Pingu, überkrass. Jedenfalls hat, war jetzt ein Sub gerade, jedenfalls hat Flubber dieses Video gemacht, wo die gesamte Crowd, also Flubber hat die Crowd gefilmt und hat dann das so geschnitten, warte mal, links, ich mach's einfach auf, was soll das, was soll der Geiz? Für Leute, die das jetzt nur hören, es gibt niemanden, der das nur hört, ne, wir machen es auf YouTube und nicht auf Spotify oder so. Leute, jetzt, you're in for a treat. Yuppie versus Pamaro. Ja, Mann. Wo ist er? Du musst das, glaube ich, auch im Stream anmachen. Ne? Ja, klar. Ich such's ja gerade. Was? Hässlicherweise gibt's es nicht mehr auf YouTube. Es gibt nur noch das Preview-Video davon. Warte mal. Das ist nicht das, was Flubber gemacht hat. Scheiße. Ach, wie dumm. Okay, aber Flubber hat ein Video gemacht dazu. Ja, genau. Flubber hat ein Video gemacht, weil er hat die Crowd gefilmt, weil die gesamte Crowd, also die gesamte Venue, 80 Leute haben sich dieses Set halt angeguckt, weil das so Hype war. Und er hat halt wirklich nur, du musst dir vorstellen, Vollbild war dieser Shot von der Crowd und unten war so klein das Gameplay eingeblendet im Video. Und das Video hatte so viele Views. Ich glaube, also, genau, es war halt so richtig, richtig Hype, dass wir, also wie krass wir da auch rumgeschrien haben. Das war so ein krasses Set. Das ist sicher schon mal in irgendeiner so Compilation aufgetaucht, oder? Das kann gut sein, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, sowas in die Richtung schon mal gesehen zu haben, aber ich konnte, glaube ich, nicht zuordnen, dass das ein Turnier in Berlin war. Krass. Das war ein Turnier in Berlin, das war Berlin Calling. Und ja, das war eins der krassesten Sets ever. Es war auf jeden Fall auch das Set des Turniers so. Und ja, zu der Zeit, wie gesagt, hatten wir dann, also so Leute wie Flubber, die kamen halt gerade frisch in die Community, der hat dieses Video halt gemacht. Und dann halt diese ganzen Leute aus der Era davor waren halt auch noch dabei, außer Sloka, der war, glaube ich, nicht mehr in Berlin zu der Zeit. Der ist ja dann nach Französisch-Guyana gegangen, um Raketenforscher zu werden. kurze Zeit... Also wir haben halt so dieses Turnier gehabt und das war halt so ein richtiger High-Point. So als hätten wir so die letzten, also für mich waren es halt so die letzten 3 Jahre, die ich halt Teil der Community war. Und so als hätten wir so die letzten 3 Jahre auf diesen Punkt hingearbeitet, so weißt du? Dass wir so, okay, wir haben jetzt mal was richtig Krasses geschafft, so. Und es war übertrieben krass. Aftermath war ein bisschen eklig noch, weil diese ganzen Schweden alle bei Numa gepennt haben, alle. Und ich muss mich auch immer noch bis an mein Lebensende bei Numa entschuldigen. Ich hatte Benny, also UCK und Reaper bei mir, die ich gehaust habe. Ich hatte schon alles aufgebaut, so Betten für die aufgebaut und bla bla in meinem kleinen Kinderzimmer damals. Und dann habe ich kurzfristig Luma gefragt, ob er die beiden noch aufnehmen kann, weil meine Freundin von mir damals gefragt hat, ja, kann ich bei dir pennen? Ich muss morgen eh bei euch in der Gegend und so raus und bla bla. Ob ich das so, Luma, kannst du die beiden vielleicht auch noch aufnehmen? Dann hat er gesagt, ja, schick sie her. Und er war richtig mad. Und ich so, ah, das tut mir so leid. Weil er hat halt alle Schweden gehaust und die Holländer und so. Und es war richtig krass, weil die waren übertrieben eklig wohl. Die sollen so richtig laut und dreckig und so gewesen sein und sehr undankbar und bla bla. Nicht alle, aber er hat gesagt, die meisten von denen waren furchtbar. Aber ich glaube, er hat explizit gesagt, dass Amado und Aniolas die übertriebenen Atzen waren. Okay, das sind immerhin, das sind die einzigen, die uns interessieren hier, würde ich sagen. Voll Amado und Aniolas, die Homies. Ja, auf jeden Fall. Das war Berlin Calling. Berlin Calling ist vorbei. Ja, und wir sind alle so, wir riden noch dieses High, so, ne? Ja, Mann, lass jetzt für immer Melee spielen. Unprecedented High von einfach, wie gut sich alles anfühlt gerade. Ja, Mann, ist schön. Wir spielen jetzt jeden Tag, Digga, ich will jetzt nur noch Melee spielen, so, weißt du? Und ja, das war halt, also, das hat nicht so lange gehalten, weil es stand halt auch kein großes Turnier am Horizont. So. Und die ganzen Berliner, die halt so relativ frisch dabei waren, so Ömer und sogar Phil war auch schon ein paar Jahre mit dabei, so 2 oder so, aber... Also KP, der war aber auch noch relativ frisch so, ne? Der ist auch nirgendwo hingereist. So. Der kam dann später noch ein paar Mal mit, wenn wir irgendwo hingefahren sind, aber für uns alle war das halt so, das ist das Ding so. Und Flubber und Akuma und so, die so, ja, keine Ahnung. So, wir spielen hier unsere Monthlies bei Luma zu Hause. Damals haben Luma und ich Monthlies bei ihm und bei mir geschmissen. Ich glaube, ich habe 2 gemacht und er so 5 oder so. Weil ich so, ja, bei mir geht jetzt doch nicht, meine Eltern sind da und so, ne?
Und bei Luma ging halt immer. Und da kamen dann halt noch so Leute dazu wie LOLFighter und ich hebe euch in SSB 64. Die beiden kamen... Sehr bekannte Namen, ja. Die kamen bei einem Turnier bei Phil, bei KP666, dem YouTube-Star zu Hause dazu. Da haben wir gesagt, Phil hat so spontan, ja, ich hatte eigentlich mal Bock auf ein Smash-Turnier, sollen wir mal die ganzen Berliner zusammentrommeln? Und dann haben wir so ein Turnier bei ihm gemacht, spontan. Und da kamen die beiden auch dazu, weil wir es halt im GSB gepostet hatten. Dann kamen Judge und Gale dazu. Diese ganzen alten Brawler, diese Brawl-Atzen, diese ganzen Berliner Brawl-Atzen, die hatten dann keinen Bock mehr auf Brawl. Sowieso, in ganz Deutschland war das so, niemand wollte mehr Brawl spielen. Die ganzen Brawler so, ja, so ein bisschen Melee können wir eigentlich schon mal daddeln hier, ne? Pepito haben wir bei Berlin Calling gesehen, so ein schwedischer Brawl-Spieler, der hat es halt auch, der meinte auch so, ja, Melee, voll geil, will ich eigentlich auch mal spielen. Brawl will irgendwie keinen Arsch mehr, will gar keinen Arsch mehr sehen. Und deswegen sind die alle auf Melee-Turniere gekommen. Und da waren halt, wie gesagt, Akuma, Schligger. Schligger hat zu der Zeit auch angefangen. Judge und Gale. Gale kennst du auch, das ist Solid Smoke, der jetzt auf den Weeklies wieder aufgetaucht ist. Genau, ich wollte gerade sagen, so einen von denen, der kam mir sehr bekannt vor, irgendwie von dem Namen her. Ja, genau, genau. Ja, Solid Smoke, der ist wieder aufgetaucht. Dann gab es noch Garrock, das war auch so ein Brawler, der auch hier und da mal Melee gespielt hat. So. Da gab es auch ein. Es gab damals eine Turnierreihe bei Judge und Gale zu Hause. Die haben dann nämlich so ein bisschen die Communities verschmolzen, so in Berlin, weißt du? Und zwar bei Judge war das zu Hause. Der heißt inzwischen nicht mehr Judge, der heißt jetzt THC, glaube ich. Ich glaube, das ist sein Tag. Ey, oh, Solid Smoke und THC, ich glaube, wir wissen, was das für Atzen sind, so. Und die haben Storkoa, der hat Storkoa gewohnt, auch noch bei seinen Eltern, die waren noch relativ jung. Ich glaube, wir waren, also Luma war, glaube ich, was wird Luma gewesen sein, so 20, 21, 22. Ich war so um die 19, 20 und die waren halt so 17 oder so. Und wir waren bei denen zu Hause, also bei Judge zu Hause. Und jedes Mal, wenn dieses Turnier war, hat er das nur organisiert, wenn niemand zu Hause war. Sein Vater... Original einfach, dem gehört ein asiatisches Restaurant da vorne an der Storkow, an dem S-Bahnhof in der Nähe. Und die wohnen in diesen Plattenbauten dahinter so mäßig, ne? Und eines Tages, die Turniere hießen LOL Brawl. Einfach LOL Brawl. Haben die genannt. Schlechteste Name der Welt. Schlechteste Name einfach, ja. Aber es waren richtig geile Turniere. Es hat, glaube ich, 6 Stück. Und beim sechsten war, das sechste war das allerletzte, weil bei LOL Brawl 6, und alle waren wieder zusammengekommen, die ganzen Brawl-Kiddies, die ganzen Melee-Arts und so, ne, wir haben ein gutes Turnier gespielt und so. Luma und ich haben meistens gesagt, Luma, lass Doubles zusammenspielen, dann haben wir genug Geld, so, weil wir halt immer gewonnen haben, so. Weil wir halt die besten Melee-Spieler in der Stadt waren, weil Phil, also Perfect Shadow, nicht mehr so viel gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Wobei, to be fair, ich habe ihn dann später auch mit Falco gerippt und sowas, also. Ist okay. Ich hatte mit dem voll lange eine Rivalry, weil ich immer dachte, es kann nicht sein, dass er so wenig spielt und besser ist als ich. Deswegen habe ich sehr viel Pride darin, dass ich ihn auch mit Falco besiegt habe und sowas. Aber anyway, diese LOL Brawl Turniere jedenfalls waren halt immer ganz cool, waren halt in der Wohnung von dem auch teilweise so 20 Leute oder sowas in der Wohnung. So in dieser, keine Ahnung, Dreiraumwohnung von dieser total lieben asiatischen Familie. Und auf einmal sitze ich so mit Gale auf der Couch und ich höre so Geschrei aus dem Flur, also aus dem Wohnungsflur. Und ich drehe mich so um. Duck, also Duck hieß Gale, so Duck, ist das normal, dass so ein asiatischer Mann mittleren Alters im Flur steht und rumschreit? Und er guckt so, wenn ich rüber guckt so im Flur. So, fuck, das ist mein Onkel, wir müssen hier alle raus. Die Eltern wussten nicht, dass da Turniere stattgefunden haben, seit einem halben Jahr. Die wussten das nicht, dass da seit einem halben Jahr einmal im Monat Turnier stattfindet. Und der Vater war völlig aus sich, er kommt rein, sieht so 40 Schuhe auf dem Boden, sagt so, the fuck, so, weißt du, schreit so rum im Flur. Gelb fängt auf einmal so, okay, wir müssen hier alle raus. Judge so, hä, was ist denn los? Digga, dein Vater ist da. Er so, oh fuck. Und dann haben wir ganz schnell alles zusammengepackt. So richtig schnell alles in unsere Rucksäcke rein. Schnell raus hier, so, ne? Und dann sind wir halt raus. Und ich weiß noch, Luma, Phil, Garrock und ich. Und Gale, wir waren zu fünft. Wir sind irgendwie zusammen raus und ich so, okay, was machen wir jetzt mit dem ganzen Scheiß? Also, boah, also Gale meinte so, guck mal, ich wohne da drüben, lass es alles bei mir in den Keller bringen. Okay, und dann haben wir erstmal die ganzen so Konsolen und sowas, was so alles übrig war, bei ihm im Keller gebracht, damit die Leute, wenn sie halt eh dahin fahren, um ihren Scheiß abzuholen, dann ist es halt gleich irgendwo gelagert so mäßig, ne? Und dann meinte ich so, okay, was machen wir jetzt? Und Phil so, ja, also die Bar bei mir unten hat Happy Hour. Ich würde da jetzt hinfahren. Ich so, okay. Und dann, das ist eine richtig gute Phil-Impression. Übertrieben. Und dann sind Phil, Luma, Gale, Garrock und ich halt in die Bar bei Phil unten im Haus gefahren. So ein brasilianische Cocktailbar. Und das war das Ende von LOL Brawl. Und ey, also erstens, die Story kannte ich sogar noch. Ja. Richtig lustig. Zweitens,
Judge und Gail, wie Gangster sind die eigentlich? Übertriebene G's, Digga. Also, wer macht denn bitte? Also vor allem halt so nicht nur so ein Ding, wo man so 10 Leute einlädt oder 5 oder so, ne? Und irgendwie so, so drauf anlegt und dann sind die Eltern halt sauber so, nee, den Full-On-Turnier, einfach 20 Mann. Ich schwöre auch, die haben Melee-Turnier, Brawl-Turnier, Double Singles, so heißt das. Es gab noch Smash 64-Turniere nebenbei. Die haben's richtig drauf angelegt einfach. Komplett, die haben 2 komplette Communities eingeladen, einfach aus der ganzen Stadt. Das war so irre, Alter. Das waren die LOL-Brawl-Turniere, das war richtig herrlich, ey. Ja. Zu der Zeit. Das ist immer noch im High von Berlin Calling, ne? Ja, genau. Also, das war so, keine Ahnung. Im Fahrwasser davon, würde ich sagen, so 2000, so spät 2010, frühe 2011. Ich glaube, das letzte war im Winter. Oh, ja, ich glaube, das letzte LOL-Brawl war im Winter irgendwie. Wer zu der Zeit auch noch dazu kam, an den erinnerst du dich vielleicht sogar noch, TMT. Natürlich, der Tekken Melee Terminator. Tekken Melee Terminator, Digga. Ah, der ist auch so geil. Der Tommy, Alter, das ist auch so eine Legende gewesen, Mann. Der Tekken Melee Terminator. Ja, der kam in der Zeit auch dazu. Der war zu der Zeit gar nicht so gut, aber der tritt ja dann später nochmal in Erscheinung, nämlich in der frühen Meltdown-Era. Und da war er auf einmal so richtig gut. So, hä? Was passiert? Ja, ja, also, der war immer so super solide die ganze Zeit, ja, ne? Voll. Und halt am Anfang, also als der, logischerweise war der am Anfang nicht gut, aber der war halt so aus heiterem Himmel von jetzt auf gleich viel, viel besser. So, das war halt so voll weird irgendwie. Oh, wer hat sich denn da in dein Zimmer verirrt? Was hast du denn da geguckt? Nee, sorry, alles gut. Es gab ein wenig Bewegung. Egal. Ich schwöre, ja. Alex hat recht, alte Tags hinten einfach anders. Digga, Tekken Melee Terminator ist einfach der geilste Name. Aber der hieß nicht, warte mal, TMT war ja, glaube ich, sein Name, also die seine Initialen, ja. Ja. Ja, ja, okay. Ich glaube, Ömer hat ihn so genannt. Shitty Tag draus machen, so, das ist ein bisschen unsere Aufgabe. Ja, ich glaube, das war Ömer. Ich glaube, Ömer hat ihn so genannt, weil er, Ömer war ja zu der Zeit auch aktiv, die haben ja beide ungefähr gleichzeitig angefangen und Ömer war ja auch richtig gut in Tekken Tag Tournament 2. Das war ja sein Spiel so, ne? Ich glaube, er war in Mario Kart Wii und in Tekken Tag Tournament 2, war also Weltklasse gut so. Ja. Und, er hat immer so ein Auto in Mario Kart gewonnen, ne? Er hat ein Audi TT mal bei Mario Kart gewonnen, ja, Mann. Das ist so geisteskrank, Digga. Und dann hat er. In Mario Kart! Dann hat er irgendwie, ich glaube, die Geschichte war so, dass er den Wagen verkauft hat und das Geld an seinen Bruder geschenkt hat, weil sein Bruder. Er hat das einfach aus dem Fenster geschmissen quasi. Ja, weil sein Bruder irgendwie Autotuner war und er konnte das Geld gebrauchen. Und ich so, Digga, er hat da ein Auto! Richtig wild einfach. Ja. Genau, ich hebe euch den SSB N64, war zu der Zeit halt auch. Und LOLFighter, die sind zu der Zeit auch aktiv geworden. Auch 2 Leute mit extrem lustigen, dummen Namen. Übertrieben krass, Alter. Aber auch 2 interessante Gesellen. Übertrieben merkwürdige Typen, ne? Also richtig krass. Also LOLFighter habe ich nie verstanden. Ich habe nie durchblickt, was sein Deal ist so. Ja, ich glaube, er war wirklich einfach nur ein Vollidiot so ein bisschen. Kann sein, kann sein. Und Hebe war so voll in diesem, ich hebe euch in SSB N64, war in diesem so low-key so 4chan, aber auch so ein bisschen so Verschwörungstheoretiker-Ding drin. Ich weiß noch. LOLFighter war da halt richtig groß. Memory von ihm war, dass er mal im Forum so einen geheimnisvoll verschlüsselten Text gepostet hat, wo man dann so rauslesen musste. Aus diesem, die Buchstaben, die er groß gelassen haben, haben dann so eine geheime Nachricht ergeben oder so. Wow, Dicker, da braucht man die Enigma, um das zu entschlüsseln. Ey, das war wirklich so der komplett größte Schwachsinn. Ich weiß nicht, was das sollte. Das wirkt halt auch, also ist nicht mal so ein Ding, was so dumm ist, dass es gar nicht stimmen kann. Ja. Aber es ist auch viel zu dumm, als dass irgendeiner irgendwie halt ernst sein könnte. Ja, der Typ war so, der war so ganz merkwürdig. Also bei LOLFighter ist es noch krasser, weil der hat sich halt gar nicht in die Karten gucken lassen. Aber ich hebe euch in SSB 64, der kam ja dann später auch noch ins Meltdown und so. Der war relativ ein Mensch auf einmal. Der war nicht mehr nur noch Meme-Fassade, so, weißt du? Ja, der kam irgendwann wieder und war dann irgendwie ganz in Ordnung. Ja. Und aber ich glaube auch so, der war dann ja auch nicht so super gut mehr und so. Und ja. Ich glaube, das war auch ganz gut für alle, weil ich... Oh, Konsti, ich verliere dich gerade. Oh. Chat, habt ihr Konsti auch verloren? Bei mir ist er eingefroren. Das war jetzt scheiße von dir oder so, richtig schlecht. Jetzt gewesen, bist du ja. Wieder da. Konsti, ich hatte dich verloren kurz. Du musst nochmal die Geschichte. Du musst nochmal erzählen, sorry. Was muss ich nochmal erzählen? Also, Hebe, auf jeden Fall ein Typ, der dann später aufgetaucht ist und ganz in Ordnung war, aber. Ich glaube, das ist so scheiße, gegen den zu verlieren. Ey, ich hab, glaube ich, 2-mal gegen ihn verloren. Das war ganz weird.
Ich weiß, dass es damals noch so war, aber dann, als er zurückkam, war ich halt schon besser als er. Und dann, dann war es immer nicht so schlimm. Und er hat immer so ganz komische Sachen über die Niederlage gesagt. Aber ich glaube so, dann kommen so viel, viel schlimmere Dinge, wenn du halt verlierst gegen ihn. Weil er sich dann so richtig drauf fühlt und sagt so, ja, ich bin ja einfach so der schlauere Mensch. So ein bisschen. Oh, nee, keine Ahnung. Das hätte mein Ego wirklich ins Tiefste verletzt. Ich weiß, dass LOLfighter und Hebi beide auf jeden Fall immer die haben halt eigentlich immer gegen mich verloren. Ich glaube, gegen LOLfighter habe ich noch nie verloren und gegen Hebe, glaube ich, zweimal. Wenn sogar nur einmal. Ich erinnere mich auf jeden Fall an einmal. Das war ein Turnier bei mir zu Hause, Dicker. Da war ich ein bisschen sauer. Also nicht salty so, aber ich war so, ach, Dings, Alter, jetzt ist es auch noch bei mir, Dicker. Jedenfalls, die beiden hatten immer mich so dafür geshittalkt, dass ich Peach spiele, weil Peach voll der Scheiß-Charakter ist und voll der, nur für Noobs und bla so mäßig, ne? Ja, du drückst nur, du spammst nur die ganze Zeit und so. Und to a certain extent, ja, ich habe auf jeden Fall nur gespammt, ein bisschen hier und da. Das ist ja auch bei jedem so, das ist auch nicht nur bei Peach-Spielern so, aber so, ne? Da fällt es natürlich mehr auf, aber keine Ahnung, Dicker, wenn ich hebe euch an SSB64 die ganze Zeit Stomp gespammt hat, dann ist es jetzt auch nicht viel flashy, also weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist ja mit Elektro. Stimmt, Stomp into Elektro ist natürlich krasser als Breakdance. So. Aber ja, jedenfalls waren die immer so, ja, keine Ahnung, ist halt auch Peach, ne? Ja, das ist ja, so, weißt du, so waren die, weil wir die verloren haben, so, ja, gegen Peach kann man schon nichts machen, das finde ich. Und dann sind sie gegangen, so, also, okay. Ja, genau, keine Ahnung, ich gehe jetzt nach Hause und gucke mir Pyramiden an oder so. Ja, Mann, voll. Ja, und die Typen sind halt auch in der Zeit dazugekommen und die waren auch relativ viel dann auch da. Also die waren so die ganzen Jahre 2010 bis 2013 eigentlich auf vielen, vielen so lokalen Turnieren, aber nie außerhalb so. Die Leute, die wirklich nur gereist sind, waren eigentlich Luma und ich und Phil, also KP666, der ist ab und zu mitgekommen. Ja, aber das ist ja auch ein Ding gewesen, das bis heute sich ein bisschen durchzieht, dass es Leute gibt, die halt lokal aktiv sind und Leute gibt, die halt auch mal reisen. Dementsprechend auch nicht so, keine Ahnung, nicht so überraschend, ne? Ja, also jetzt, nee, keine große Überraschung, aber es ist halt für uns natürlich ärgerlich, ne? Weil wir uns denken, Mann, wäre schon geil. Wenn man so einer wie Jan mal reist, ne? Und dann. Ja, Alter, und dann kommt er, dann fickt der Dicker, was soll das? Ja. Irfan, einfach Angstschweiß für den Rest seines Lebens. Irfan hat in der Nacht übrigens. Du musst den Namen Schiller Gimmes hören und der scheißt dich ein. Schiller Gimmes. Irfan hat in der Nacht übrigens gar nicht geschlafen, ihm ging es halt ein bisschen scheiße, ne? Keine Ausrede. No Franks. Shit, das ist Schiller Gimmes einfach. Übrigens haben KP666, der YouTube-Star, und Flubber bei Berlin Calling geteamt. Und die haben bei Berlin Calling halt ein übertriebenes Upset gepult in Doubles und sind Top 16 gekommen, weil sie gegen Benny, also UCK, und AE, Toni, den besten Schweizer, gewonnen haben. Und Benny und Till waren, Benny und Toni waren halt so legit, keine Ahnung, Top 20, Top 15 Deutschland, so, und die beiden waren halt so Randos, Peach Samus Team, und haben die halt gefickt, so. Die meinen auch, war jetzt auch nicht knapp? So. Ich lieb's ein bisschen. Übrigens, gerade großen neuen Viewer dazu bekommen ist Victor. Victor, let's go. Victor, nämlich, darauf will ich als nächstes zu sprechen kommen, weil als diese LOL Brawl Turniere. Wann hat Victor angefangen? Ja. Nämlich genau in dem Jahr, oder? Ja, perfekt. Als diese LOL Brawl Turniere vorbei waren und wir keine richtigen Turniere mehr hatten. Luma und ich haben halt hier und da mal so bei uns was geschmissen, also bei ihm in der Wohnung oder bei mir in der Wohnung, aber es war jetzt auch nicht so regelmäßig. Da hat sich Phil, unser alter Freund Phil, Perfect Shadow, der hatte dann eine neue Wohnung in Neukölln nämlich. Nicht mehr das Bungalow, wir haben ja beim letzten Mal über das Bungalow von seinen Großeltern gesprochen, auf dem Grundstück von seinen Großeltern, wo er gewohnt hat. Er war dann nach Neukölln gezogen und hatte eine neue Wohnung. Richtig geile Masonettwohnung, 15. oder 16. Stock in so Plattenbau, ne? Aber halt richtig geile Masonettwohnung mit Balkon und allem so. Und da hat er dann die Schattenspiele Monthlies gemacht, weil er ist Perfect Shadow. Also sind, und sie spielen. Genau, da war ich auch schon, ne? Mit der Treppe nach oben und so. Genau, in der Wohnung warst du schon mal, ja. Ja, klar. Und die Schattenspiele Monthlies waren halt so Monthlies oder richtig schlecht. Klingt halt richtig cringe, aber es ist literally, wir spielen und er ist Perfect Shadow. Also es ergibt sich ja von selbst. Und da, bei diesem Monthly sind auch ein paar Leute auf den Plan getreten, die es vorher halt noch nicht gab, wie zum Beispiel Fabio, also Dragé, D-Rage, Dick Rage. Oder auch Victor. Victor war, glaube ich, auch das erste Mal. Wenn er jetzt da ist, kann er ja natürlich auch, kann er auch was dazu sagen. Aber meines Wissens nach, ich erinnere mich an meine erste Victor-Sighting ist auf jeden Fall bei Phil zu Hause, bei den Schattenspiele-Monthlies. Da hat er noch Falco gespielt.
Victor VK, legendärer Berliner Jigglypuff-Spieler, damals ein Falco-Main und nicht ansatzweise so legendär, wie er später geworden ist. Das hat alles später angefangen im Meltdown, als er angefangen hat, Jigglypuff zu spielen und viel, viel, viel besser wurde. Ja, und bei Schattenspiele Monthlies, wie gesagt, wir hatten dann halt so diese ganzen, die Leute, die wir jetzt, über die wir schon gesprochen haben, also Schligger, Akuma, Flubber, Phil, Luma, Ömer war öfter da, Fabio kam dann gab es noch Dings, es gab noch einen, der hieß Scud, Danny, ich weiß gar nicht, woher der kam, ich glaube, der war auch Berliner. Nee, der hieß Scud, also S-C-U-D, aber sein Vorname war Danny. Okay. Er hat so Falken gespielt. Der war auch schon länger dabei. Ich erinnere mich auf jeden Fall, aber da war der auf jeden Fall relativ aktiv zu der Zeit. Und der war super, super schlecht in Melee. Und der war immer dabei. Und es war richtig, er hat so... wie Sternimann. Weißt du, so, er kommt immer... Man braucht so einen, ne? Er kommt immer und du weißt nicht so recht, wie er dazu gekommen ist, dass Melee sein Ding ist. Weil er hat offenbar keine Lust zu trainieren, so, weißt du? Ja. So einer war Scud. Und das war voll krass. Aber wir haben uns immer gefreut, wenn er da war. Weil er war halt auch immer da. Er war halt so fester Bestandteil von diesen Monthlies so, ne? Aber irgendwie wurde der nie besser. Und diese Schattenspiele-Monthlies hat, glaube ich, ohne Ausnahme alle Luma gewonnen. Also es gab so, keine Ahnung, 10 Stück oder so. Und Luma hat jedes einzelne davon gewonnen. Und dann haben Phil und ich immer den zweiten ausgepimmelt. Und ich glaube, einmal habe ich gegen KP verloren bei so einem... Weil manchmal spielst du so, keine Ahnung, spiel ich so Falco und dann kommt Phil und fickt mich so mit seiner Peach. Weil du kennst ja Phils Peach. Wenn du so einen schlechten Tag hast, naja. Ich bis heute Trauma davon. Das geht, der einzige Grund, warum ich so gut gegen Peach geworden bin, glaube ich, Liver und Phil am Ende. Ja. Weil ich nicht aushalten konnte so. Ich musste das den fünffach zurückzahlen. Ja, das verstehe ich sehr gut. Hey, danke, Victor. Victor sagt Respekt, Dennis. Die Production Quality von deinen Streams wird immer besser. Victor, wir haben dir eine Frage gestellt. Waren die Schattenspiele-Monthlies bei Phil, also bei Perfect Shadow in Neukölln, waren das deine ersten Turniere? Weil ich meine mich so zu erinnern, dass du da zum ersten Mal aufgetaucht bist. Und Domme ist auch da. Was geht, Domme? Was geht? Real Rap einfach. Wieso spiele ich Melee? Kein Plan, aber hier bin ich. Ich schwöre, das ist Paul ist auch so einer. Ja, Mann. Ja, okay. Ey, man muss respektieren. Voll, ich schwöre. Leute, die nur zum Atze sein da sind. Voll. Ey, KP666, der YouTube-Star, genau so einer auch. Und der ist halt wirklich erstaunlich gut dafür, dass der nur sein ist. Der hat in seinem Leben noch nichts gegrindet, noch nie. So, also, ja, wir können mal Melee spielen. Und alles, was er kann, das konnte der schon immer. So, der war in 2008 war der voll scary, so weißt du. Ey, das kommt halt wild. Aber gut, Schadenspiele sind passiert. Ja. Kam danach noch was? Ist da noch was Wichtiges passiert? Also ich weiß, dass Phil irgendwann damit aufgehört hat, weil dann auch immer weniger Leute kamen, so wie das immer ist, ne? So, ich schwöre, wenn diese Jedo-Venue nicht so free wäre, wäre das jetzt auch schon so. Wenn das jedes Mal bei jemandem zu Hause wäre und dann man danach aufräumen müsste oder sowas, so, ich schwöre, wir hätten diese Jedo-Weeklies nicht mehr. Aber, weil das ist genau dasselbe Ding so, da kamen dann immer weniger Leute, dann war so, ja, jetzt hier Monthly, dann hat Phil irgendwann bei Monthlies draus gemacht, weil er gesagt hat, okay, wenn ihr nicht einmal im Monat Bock habt, dann vielleicht alle 2 Monate, dann sammelt sich ein bisschen mehr Bock bei allen an, so, ne? Noch weniger Leute, dann waren wir irgendwann zu 6 und dann meinte Phil, ja, ich habe keinen Bock mehr, Alter, so was soll das? So, Luma, Phil und ich spielen hier irgendwie um 3 Euro, so, weißt du, so, was machen wir hier? So, und dann war erstmal wieder, also ich glaube, das endete so in 2012 irgendwann und da war erstmal Pause in Berlin, so, da ging halt, also in Berlin ging halt nichts. Ich habe legit das Jahr nicht gespielt, so, für mich war es so, ja, keine Ahnung, ich glaube, wir sind zu O-Smash gefahren in 2012, ich glaube, O-Smash 3 war das. Das mit dem Grand Final Hype, Dancing geht direkt, wenn du grabst, weißt du, dieses Video, dieses jetzt der Hype Pretty Much Video. Ein Klassiker. Das war da, wo der Schuhanzieher erfunden wurde, oder? Nein, das war ein anderes Turnier. Der Schuhanzieher wurde bei einem Turnier bei Dr. Dad zu Hause erfunden. Ich glaube, da hat Dancing Camaro mit dem Schuhanzieher besiegt. Ein bisschen Kontext. Bitte? Für die Zuschauer ein bisschen Kontext, was der Schuhanzieher ist. Achso, der Schuhanzieher ist mit Falcos oder Foxes Down-Angled Forward Tilt mit dem Daft jemanden zu Edgeguarden. Aber in diesem spezifischen Kontext nicht, weil das irgendwas mit dem Move zu tun hat, sondern einfach, weil es ist original, es ist passiert. Ich weiß nicht genau, ob es Dancing gegen Pamaro war oder Pamaro gegen Dancing. Also es waren auf jeden Fall die beiden, die gegeneinander gespielt haben. Und Mustafa saß dahinter, hat es so gesehen, wie jemand so geedgeguardet wurde und sagt so: Digga, zieh dir deine Schuhe an, geh nach Hause, Digga, hat dich nach Hause geschickt, das ist der Schuhanzieher, Digga.
so eine Scheiße. Ich wäre das so funny. Ey, das aber ist einfach dann drin geblieben, ne? Das ist für immer. Der Schuhanzieher ist es jetzt. Weil man kann den Schuhanzieher ja auch mit Falken noch machen. Ja, true, mit Falken geht er auch, der Schuhanzieher. Ey, den mache ich auch häufig. Immer, bis heute noch. Ich habe auch mal Dings in einer. Bei Berthold und Arthur in der WG damals habe ich irgendwann mal, ich glaube zu Rancid, zu Sigmund Reuth. Er hat so eine Downsmash aufgeladen, er hat ja Falken gespielt, hat so eine Downsmash aufgeladen und ich meine so, Digga, die gecharged'n Latschen. Und dann haben wir uns so kaputt gelacht, so, weil der das, also mir kam das einfach so in den Sinn und ich finde, es klingt einmal lustig, weil es sich reimt, so, weißt du? Also die gecharged'n Latschen, seitdem heißt es halt die gecharged'n Latschen, so, weißt du? Das ist halt einfach, ja, jetzt ist es halt das. Manchmal sagt einfach jemand der Schuhanzieher und dann ist es das für immer. Dort steht Legos richtig gut einfach. Okay, aber weiter im Text. Wir waren. Genau, Schattenspiele Manfredis waren dann halt vorbei. Weil hier sind die wirklichen Dark Ages. Es ist nichts los. Es ist gar nichts los in Berlin. Also, die einzigen Turniere, die ich habe zu der Zeit, sind halt O-Smash außerhalb. Und ich glaube, das war's. Ich war nur bei O-Smash so. Ja. Und da war ich halt auch. Ich war auch nicht zum Competen da. Also, ich habe halt competed, war dann so, scheiße, ich bin richtig kacke. Habe ich so. Ich habe gegen Till und Quick verloren, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob es das O-Smash war oder O-Smash 2. Ich war im Bracket und habe gegen Till und Quick verloren. Nacheinander einfach so. So zwei Samus-Spieler. Ich spiele nie gegen Samus. Fick diese Scheiße. Wo ist Flubber? Wo ist er, wenn ich ihn brauche? So, weißt du? Und denk mir dann so, ach, keine Ahnung, ich hasse dieses Spiel. Voll die Pisse. Schmeiß meinen Controller durch die Halle. Sagst du, ich fick euch alle. So, weißt du? Das bin ich so jede Woche. Yeah. Und dann war ich halt so, okay, was soll's so? Das war, also das fing auch schon an, so als wir nur die Schattenspiele dann nur noch bei Manfleece hatten, dass ich halt da hingekommen bin und dann halt nur Falco gespielt habe oder nur Fox oder sowas. Weil ich so, ich habe keinen Bock, wofür compete ich hier überhaupt? Ich spiele jede Woche gegen Phil, so, ich will halt wenigstens ein bisschen Spaß haben, habe so Secondaries gespielt und sowas. Gegen Luma keine Chance, habe ich mir auch so, ich dachte so, ja, ist egal, eigentlich egal, was ich gegen Luma mache, ich habe keine Chance. Gegen Phil kann ich ein bisschen so Secondaries spielen und bla bla und das ist dann halt so meine Competition gewesen. Und dann, als das auch nicht mehr war, war ich halt so komplett, ja, okay, dann fick Melee, so, ne, es ist vorbei. Der Traum ist vorbei, es gibt kein Melee mehr, so. Und Wie falsch ich lag, wir reden über 2012, Dicker. Es ist halt 10 Jahre her oder 9,5 so. Und jetzt look at us. Ja, look at us. Aber okay, du warst jetzt genau Dark Ages, es ist halt nichts passiert, was kam danach? Wie sind wir wieder on track gekommen? Ey, erinnerst du dich noch an einen, also wahrscheinlich an den Protagonisten unserer Berlin Melee History, KP666, den YouTube-Star. Erinnerst du dich noch an ihn, Konsti? Der Name wurde ein paar Mal gedroppt heute, glaube ich. Okay, perfekt. KP666, der YouTube-Star, Teil der Berliner Melee-Community seit 2007 oder 2008, ich glaube 2008 kommt eher hin, hat einen neuen Job angefangen, als in 2013 das Meltdown Berlin aufgemacht hat. Das Meltdown Berlin, eine E-Sports-Bar. Berlin, Dennis. Eine E-Sports-Bar, wo er gekellnert hat. Er war dort hinterm Tresen tätig und dann hat er irgendwann gesagt, ey Dings, wir haben eine E-Sports-Bar, meine Melee-Atzen haben keinen Ort zum Spielen. Wie wär's, wenn wir... Und dann haben wir es gemacht. Und dann haben wir geil, endlich wieder Turniere und zwar im Meltdown. Und dann enden die Dark Ages und die Meltdown-Era beginnt. Ist das, ja, das ist die erste Meltdown-Era? Es gibt eigentlich ja mehrere, so mehr oder weniger Meltdown-Eras. Ja. Die OG-Meltdown-Era. Ich weiß noch genau, ich glaube, die Turniere sind auf meinem YouTube-Kanal. Die Matches von dem ersten Turnier waren auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall eine ganze Weile. Ich habe keinen Zugriff mehr auf das Bracket, oder? Doch! Das erste Melee at Meltdown. Melee at Meltdown Berlin. Ich hab das Bracket, warte mal, ich gehe mal in meine Vollbild-Anwendung rein. War das so eins, wo so richtig viele Casuals mitgemacht haben, ne? Ja, Mann. Oh, so ein 30-Mann-Turnier und die Hälfte der Leute sind nie wieder da gewesen. Exakt. Guck mal, wir haben hier Luma, kennen wir. Oh, hier ist noch ein Fisch. Den habe ich auch nicht erwähnt. Der war auch in den Dark Ages so. Der ist in der Era mit der kleinen Community, so bis 2010. Da war der schon hier und da mal aktiv und dann in den Dark Ages auch. Der hieß ein Fisch. Und später hatte der noch einen lustigeren Namen. Ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Jedenfalls war der auch da. Also da waren voll viele Leute auch, die so... Das war so ein Hurra für die Melee-Community so mäßig. So, ja, Dings, Alter, wir haben wieder ein Turnier. Dann kamen so voll viele, auch wie gesagt, voll viele Casuals, die es halt vorher nicht gab.
die auch nie wieder aufgetaucht sind, aber ja. Luma war da, ein Fisch, dann Victor mit seinen ersten beiden Ws gegen Maria. Maria war damals auch eine Kellnerin im Meltdown tatsächlich. So, und dann ist er gegen Luma ins Losers geflohen. Dann gab es einen, der hieß Jimmy, kenne ich nicht, aber KP666, der YouTube-Star, hier mit einem sehr wichtigen W gegen Akuma. Gut, stark. Akuma hat gegen irgendeinen Fabi gewonnen, wissen wir auch nicht. So, Mr. Love, das war ich dann zu dem Zeitpunkt schon, gegen einen Kirby. Kirby, guck mal, er hat gegen die Freundin von Liver gewonnen. Gegen Lena. Ach, das haben wir jetzt nicht im Bild. Scheiße, warte. Oh, ich sehe den Tekken Mini Terminator. Ja, er hat gegen eine Julia gewonnen, auf jeden Fall. Ey, Phil, was geht? Da ist er ja. Phil ist da. Das Bracket vom allerersten Meltdown-Turnier, ganz genau, Phil. Ey, alle kämpfen einfach. Es so. Ist Single Eliminated, es ist Double, okay? Nee, ist Double Elim. Also ganz viele Leute da, aber geh mal hier den Losers Bracket, da will ich mal ein bisschen schauen. Tekken Terminator, hier Perfect Shadow, D-Rage, Liver, Tim, also Hulk, mein alter Kumpel Tim. Hier. Ach so, wichtiges Detail, was Phil gerade hinzugefügt hat, das war auf einem einzigen Fernseher. Es wurde auf einem Fernseher gespielt, das Turnier. Wir haben nicht mehr bekommen vom Meltdown. Wir hatten einen Fernseher und die ganze Nacht, guck mal, warte mal, wir gehen mal hier durchs Losers Bracket. Das hat 30 Mann oder so, oder? Es waren 26. Ja, 26, warte mal. 26 Leute, ja. So, hier im Losers, wenn sich das Feld lichtet, ne? Fabio, damals mit einem wichtigen W gegen meinen Kumpel Tim, der einfach Samus gespielt hat und so rando Scheiße gemacht hat. Aber ein schönes 2-1. Tim hatte danach nie wieder Bock auf Melee. Er meinte so, ja, keine Ahnung, der war halt ganz gut. Man hat gesehen, der konnte mehr als ich so, aber ich hätte halt gewinnen können. Und ich habe halt keinen Bock zu grinden, deswegen scheiß drauf. Understandable. Kirby richtig weit gekommen hier mit Wins über Davi und Bladdy. Wer? Ich glaube, aber Kirby. Es gibt irgendwie so einen Kirby. Ach, Kirby. Ja, gegen den habe ich gespielt. Der war voll solid. Der hat Sheik gespielt. Der war richtig, richtig solid. Dann hat er gegen Victor verloren. Victor hat da, glaube ich, noch Falco gespielt. Akuma hat hier gegen Fabio gewonnen. Und dann hat er gegen Victor gewonnen. Und dann hat er gegen mich verloren. Das war auch ein richtig knappes Set, das weiß ich noch. Liver war da. Guck mal hier. Liver hat gegen Caro gewonnen, aber gegen Tekken Melee Terminator verloren. Ey, verrückte Dinge sind da passiert. Voll. Akuma mit wahrscheinlich seinem letzten Win über Victor. Möglich, ja. Dann habe ich gegen Phil, also erst gegen Akuma 2-1, dann gegen Phil 2-1 und dann gegen Perfect Shadow Runback 2-0 gewonnen. Und dann war Grand Final, es war 3 Uhr morgens, es waren 38 Grad und ich habe zu Luma gesagt, Dings, Alter, sollen wir Best of 3 spielen, ganz ehrlich? Also ja, komm. Weil wir hatten überhaupt keinen Bock, Alter, es war viel zu spät. Es war richtig heiß, es war eine Augustnacht, es war viel zu heiß, über 30 Grad so und wir haben die ganze Nacht auf diesem einen Fernseher gespielt. So, Digga, lass Best of 3 spielen. Also ja, lass Best of 3 Falco Dittos. Okay, alles klar, und dann haben wir das gemacht. Das war 2013 jetzt, ne? Das war 2013, das war das allererste Meltdown-Turnier. Und dann war es, glaube ich, eine monatliche Sache, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, genau, einmal im Monat. Ich glaube, es war immer samstags dann. Ach so, ja, stimmt. Phil sagt gerade richtig, er hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Meltdown gearbeitet. Dieses Turnier hat ihm den Job im Meltdown verschafft, weil da, weil voll viele von den Kellnern mitgespielt haben und er dann halt hinterm Tresen aushelfen musste. Und er so, ja klar kann ich hinterm Tresen aushelfen. That's what I do, I guess. Sehr wichtiges Detail, dass die dachten, dass man nicht mehr als den Fernseher brauchen würde. Ja. Er hat Bier gezapft wie ein junger Gott. Geil. Kleine Kneipenlegende auf jeden Fall. Kleine Kneipenlegende, ja. Hört rein bei Kneipenbande, dem Podcast. Direkt im Anschluss. Direkt im Anschluss. Ja, Philipp, wir raiden dich. Ihr macht Kneipenbande Live-Podcast. Ruf Stefan schnell an. Es geht los. Spontan. Auf Sponti, wie man sagt. Wir haben dann halt monatliche Monthlies gehabt. Genau. Und dabei sind wahrscheinlich ein paar Leute wieder mehr aktiv geworden. So Victor wahrscheinlich jedes Mal da gewesen. Genau, ich kann ja mal ein paar von den Teilnehmern, also von den Top 8s. Ich habe die erste Season, 5 Events, ich kann dir mal die Top 8s vorlesen, wer da alles dabei war. Okay. Also beim ersten haben wir jetzt, wie gesagt, Victor, Liver, Tekken Melee Terminator, Akuma, KP, Phil, ich und Luma waren die 8. Beim nächsten Turnier war Fabio in den Top 8 und dann Saber Riders und Just Akuma. Erinnerst du dich an die noch? Saber Riders, mein allererster Losers Bracket Loss aller Zeiten. Oh shit! Saber Riders ist
nach dem Turnier, nach meinem allerersten Turnier, kam der zu mir und war so, na, bist du noch drin? Nein, Saber Raider, du hast dich besiegt, du Arschloch. Oh, no. Billy Bear. Oh, scheiße, Xavier. Street Fighter-Spieler, wirklich. Ja, voll, diese beiden Street Fighter. Just Akuma war auch ein Street Fighter-Spieler. Erinnerst du dich an diese eine Nacht, als wir bei Berthold und Arthur in der WG waren, nach dem Meltdown-Turnier, als die auch noch dabei waren, wo Xavier Riders meinte: Mann, krass, Alter, ich muss wirklich besser im Melee werden. So, dann ist er noch mit zu Arthur zum Grinden gekommen, einfach nach dem Meltdown. Ja, ich hab mal mit dem auch bei Liver gegrindet. Oh, shit, okay. Irgendwann so 2015 oder so. Nice. Ja, dann Just Akuma, der hat Cheat gespielt. Also genau wegen so einem Menschen ist das richtig schade, dass es das Meltdown nicht mehr gibt. Einfach voll. Weil ich werde den echten, also ich werde mich nicht mit dem verabreden, so, aber ich bin immer glücklich, wenn ich den sehe. Und jetzt sehe ich ihn halt nicht mehr. Voll, auf jeden, ja, das stimmt. Da gab es einige so eine Kandidaten da im Meltdown, das stimmt. Ja, komplett. Ja, dann Liver und Akuma auf, also Just Akuma und Liver auf 5, Akuma auf 4. KP Dritter, ich Zweiter, Luma Erster beim zweiten Turnier. Übrigens kann man die Brackets nicht mehr sehen, weil die auf Tournament Central abgeloadet sind, bei Liver, auf Livers alter Website, die es nicht mehr gibt. Ey, ich hatte eine eigene Website einfach gemacht. Verrückter Mensch. Beim dritten Turnier, da wurden wir geradet aus dem Norden. Da war auf Platz 7 waren Danny, der war aus Kiel, das ist ein Falco-Spieler, und Akuma. Auf dem 5. waren Perfect Shadow und Marvo. Erinnerst du dich noch an Marvo? Marvo ist der aus Hamburg. Ja, nee, warte mal, aus Hamburg? Doch, ja, stimmt, der kam aus Hamburg, ja, true. Wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass der AfD wählt. Wirklich? Ja, ich glaub schon. Oh no, ich hab ihn geliebt, warum tust du mir das an, Marvo? Es tut mir leid, Wenn wir Geschichte erzählen, dann muss die auch mit dem entsprechenden Blick aus der Zukunft berichtet werden. Unverfälscht und akkurat, genau. Unverfälscht und akkurat. Es stellt sich raus, das und das. Obwohl, ich will nicht slendern. Es kann sein, dass ich falsch liege hier. Okay, ja, wollen wir vielleicht nicht fälschlicherweise slendern, wenn du dir nicht sicher bist. Marvo, der erste Mensch, gegen den ich hier competitive gespielt habe, der kommt aus Oldesloe, alles klar. Okay. Hat Paul gesagt. Genau, dann auf dem 4. war ich, auf dem 3. war Stevo, da hatte Stevo mich besiegt. Und dann war das erste Turnier in Berlin, wo wer anwesend war? Auf Platz 2, Dusan! Dusan, stimmt. Dusan ist auf jeden Fall. Dann da gerade nach Berlin gezogen, aus Karlsruhe? Aus Karlsruhe, genau. Okay. Und der ist auf jeden Fall auch eine Legende der Berliner Community geworden, dann dadurch, also dadurch, dass er nach Berlin gezogen ist. Das war halt viel zu krass, was der dann auch alles hier gemacht hat noch, ne? Ja, der schade. Das ist dann ja, kommt ja dann bald, ne? Ja, ja. Das 4. Meltdown-Event, das müsste dann, warte mal, September, Oktober, November. Wer ist Erster geworden bei dem letzten? Luma, natürlich. Okay. Das 4. war dann, glaube ich, im November 2013. Auf Platz 7, Victor. Ich glaube, da hat Victor angefangen, Puff zu spielen. Ich glaube, da habe ich ihn nach dem Turnier, nach dem Meltdown-Turnier gesehen, wie er an so einem Setup saß, so, also irgendwie an einem Stream-Setup, wo niemand mehr gespielt hat und so Up-Throw-Rest gegen CPUs geübt hat und ich so, Momentchen mal, oh-oh. Und dann hat es echt nicht mehr lange gedauert, bis er so auf einmal so richtig gute Ws hatte. Wir so, the fuck, Digga. Er übt einfach heimlich nach dem Turnier, während wir uns besaufen, übt er heimlich Up-Throw-Rest, Digga, und jetzt auf einmal geht's los, oder was? Das hat wie eine sehr, sehr Victor-Sache zu tun. So. Ja, Mann. Auch auf dem 7. Platz beim 4. Meltdown war Ich hebe euch ein SSB N64. Auf dem 5. Platz waren LOLfighter und Akuma. Auf dem 4. war ich, denn auf dem 3. zum ersten Mal bei einem Turnier in Berlin Nick Imperfect. Der ist auch zur selben Zeit nach Berlin gekommen wie du, sagen. Ja. Ey, krass, das kam ja Schlag auf Schlag, wie alles richtig stacked wurde auf einmal. Richtig krass, Mann. Das ist alles wegen Meltdown. Der hat damals hier, der hat bei mir um die Ecke gewohnt, in der Straße, wo Gordon und Celine wohnen, hat er gewohnt damals. Ich war mal bei dem einmal oder so in so einer WG, die war auch voll, er meinte so auch richtig dirty, so er hasst seine Mitbewohner und so, die waren alle richtig schmutzig. Der hat da gewohnt, weil da in der Nähe eine Zalando-Fabrik war und er hat da, glaube ich, im Marketing gearbeitet oder so bei Zalando, irgendwie so. Richtig krass. Auf dem 2. war Luma und auf dem 1. war Nicks bester Freund, Veigard. Ja, einer der underratedsten Meltdown-Kings, oder eigentlich? Der kam immer hin und hat gewonnen. Ja, der war zweimal da, hat beide Male gewonnen, ja. Boah. Richtig krass. Und das 5. Event in der Season
Warte mal. Ja, das fünfte Event und auch das letzte in der Season war. Genau, wir haben nämlich einen Monat ausgesetzt. Stimmt, es war August fand statt, September nicht und dann Oktober, November, Dezember, Januar und im Ende Januar gab es dann die Playoffs. Das letzte Event der Season, da hatten wir Besuch aus dem Süden. Erste Mal auf den Plan treten hier auf Platz 7 beide Tyra und Charon. Boah, ey, die kamen ja wirklich alle so in so einem Abstand von so 3 Monaten rein. Ich schwöre, da waren die noch in Bayern. Ich dachte, die wären alle so Jahre da gewesen schon. Die ganzen der Zeit alle dazu. Ey. Hammer krass. Arthur ist auch nicht lange Zeit später danach nach Berlin gezogen. Okay, also Tyra, Arthur. Genau. Auf Platz 5 waren Tekken, Melee, Terminator und Akuma. Stark. Auf Platz 4 war Nick. Auf Platz 3 war ich. Auf Platz 2 Dusan. Auf Platz 1 Luma. Okay, das ist wahrscheinlich so ein Pattern, das sich dann eine Zeit lang wiederholt hat. Exakt, ne? Das sind genau die Top 4, wie wir sie irgendwie 1,5, 2 Jahre hatten. Luma auf 1, Dusan auf 2, ich auf 3, Nick auf 4. Ja. Darunter ist ja dann richtig viel passiert noch, ne? Ja. Wollen wir den Anfang, der so, weil ich würde sagen, jetzt fängst du die richtige Meltdown-Generation an, oder? Ab 2014. Ja, ich habe ein paar Namen für dich. Ich habe ein paar Namen für dich aufgeschrieben aus der Meltdown-Ära. Ich habe, glaube ich, auch ein paar Namen für dich. Okay, okay, Konzi, okay. Also, ich habe sie nicht aufgeschrieben, aber ich kann sie dir sagen, glaube ich. Ab 2014, ne? Aha. Dimsum. MT. Ja. Davidoff. Ja. Und der Pro-Smasher Timbezwinger? Akidi? Ja, Mann! Ey, die Weird Boys, schon mal abgehakt. Ja, dann Mann, die Asian, die selbsternannte Asian Invasion. Die Asian Invasion, die Weird Boys, die dann extended von da aus, ja, FSBL, unsere Crew, die ja. dann entstanden ist. Ja. Nämlich, Victor ist dann dabei getreten, aber Swag Q, Squildendorf, Celtiger und ich. Oh ja, stimmt. Aber und Jihad später noch und Mohammed. Das war der Razor. Razor, Digga, den habe ich völlig vergessen. Ey, den siehst du, ein paar Namen habe ich da für dich. Okay, warte. Jihad, Seltiger und Khan waren Freunde von früher, ne? Genau, die sind auf derselben Schule gewesen, glaube ich. So nämlich, okay. So, warte mal, ich krieg gerade hier mal die Meldung rein, dass du zu leise bist und die Musik zu laute. Ja, das finde ich natürlich scheiße. Das sage ich nicht öfter. Da will ich nicht Teil von sein. Chat, ist es jetzt besser? Ich habe jetzt nur die Musik leiser gemacht, aber nicht Konsti. Hallo. Chat, erzählt mir, ob das hinhaut. Wenn Konsti redet, läuft im Hintergrund immer gute Musik. True. Es läuft halt die, Trophy-Musik, glaube ich. Jetzt ist besser? Perfekt, okay. Also ja, die Crew von Khan sind halt Shihad, Seltiger und er und dann waren noch Swagcube und du auch noch Rando Teil der Crew, so. Weil ihr euch. Genau, das war. Ich hätte sogar genau erklären, wie das passiert ist. Okay. Ich habe ja irgendwie Anfang 2014 so Smash so entdeckt über so YouTube-Videos und so. Und hab dann auch irgendwann rausgefunden, dass es da so ein monatliches Turnier gibt. Und dann war ich bei Melee at Meltdown im Juli 2014. Das war mein erstes. Oh. Und dann waren da nämlich, ich glaube, Khan, Victor und Dukna. Mhm. Also Celtiger. Dukna, Digga, stimmt. Und dann habe ich mit einem von denen geredet irgendwie drüber. Und die meinten dann so, ah ja, also wir haben so ein bisschen drüber geredet. Ich habe so gefragt, wie sich die Leute so vernetzen. Und dann haben die so gesagt, ja, wir haben zum Beispiel so eine WhatsApp-Gruppe und ich dachte halt, das wäre so, ah, okay, das ist die Community-WhatsApp-Gruppe. Mhm. Das war einfach deren Crew. Also habe ich mich bei meinem ersten Turnier in deren Crew eingeladen, aus Versehen. Geil. Und die haben mich so gepusht eigentlich. Ich war halt wirklich das Wochenende darauf bei einem Smashfest bei Khan, was ganz witzig war, weil die haben irgendwie den Fernseher mit hingebracht, der dann nicht funktioniert hat. Und wir sind alle so, boah, nur auf einem Setup jetzt zu 8 spielen, das ist schon kacke. Und ich war dann so, hä, was denn mit dem Fernseher da hinter dem Sofa? Und Khan so, hä, was für ein Fernseher hinter dem Sofa? So, dann stand da halt irgendwie einfach so ein alter Fernseher hinter dem Sofa, von dem Khan nichts wusste. Und der hat perfekt funktioniert. Geil. Zwei hat was gerettet, war ein richtig guter Abend auch. Mega viel gequatscht. Und da war ich 17 übrigens. Und wie ich am Anfang, ich habe auf Facebook erstmal gefragt, bei der Seite von Meltdown, ob das okay ist, dass ich da bin als Minderjähriger. Mhm. Und dann hat mir damals jemand geantwortet,
vielleicht erinnert sich Phil an den Namen oder du oder so, der hieß Kelno. Ja. Ich weiß nämlich nur den Namen, weil ich ihn am Ende nie getroffen habe. Der meinte aber auch so, ja, ist kein Problem, melde dich aber vorne und dann kein Stress. Aber der war halt nicht mal Barkeeper da, glaube ich. Nee, aber der war, glaube ich, Stammgast im Meltdown. Der hat aber auch nichts mit der Mail-Community zu tun. Genau, genau, aber der hat mir halt so einfach gesagt, dass das okay ist zu kommen, ohne dass das irgendwie aus offizieller Quelle kam. Geil. Und dann bin ich dann in den Tresengang und war so, ja, hallo, ich bin der Konstantin, ich will jetzt zum Wähle spielen. Und ich bin so, ja, ich bin minderjährig, aber es ist okay, wenn ich nur Wasser trinke, dass ich trotzdem mitmache. Und die waren so, wer hat dir gesagt, dass es okay ist? Und ich so, der hieß Kelno und die waren alle schon so ein bisschen genervt. Ah, der Freund von Kati war das, ah. Okay, krass. Er war Barkeeper, okay, dann... Dann ist das erklärt. Aber Kati ja, war die Buchhalterin da. Ich war dann quasi illegal da und habe dann mitgespielt und habe irgendwelche Casuals, die da waren, besiegt und dann habe ich gegen... Du hast Mütze und Wagner besiegt. Jetzt stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Mütze und Wagner. Ja, ich habe das Bracket gerade vor der Nase. Okay. Gegen Swagcube. Du hast gegen Favlaris verloren. Ah, das war auch so ein League of Legends Spieler, glaube ich. Da war ich richtig sauer. Favlaris. Ja, Phil, ich glaube, es ist der Wagner. Der war später auch nochmal da. Der Wagner? Tja. Ja, du hast auf jeden Fall gegen Mütze und Wagner gewonnen und dann gegen Saber Riders verloren. Aber krass, ich habe bei meinem ersten Turnier, glaube ich, kein Set gewonnen, Konzi. Du hast hier. Ja, aber das waren natürlich irgendwelche Leute. So, ich habe vorher mit denen geredet, die waren so, wie hält man diesen Controller? Schauen wir mal. Kann man das so lenkradmäßig benutzen? Da war übrigens auch Soka bei dem Turnier. Stimmt. Soka war auch Teil der von FSBL. Ja, aber der war nicht. Ja, stimmt, der war nicht Teil der Asian Invasion, nämlich, ne? Nee, der war separat von denen, aber auch Teil von FSBL. So, bei dem ersten Turnier war ich überhaupt nicht da. Nick das stimmt, ja. Ich hab dich, glaube ich, erst so ein, zwei Monate später kennengelernt. Ah, Nick hat es gegen Sodrek gewonnen, krass. Und Soka hatte den übertriebenen Run, Dicker. Er hat einfach im Losers Lonely und Handsome Kupor, wer auch immer das sind, und dann hat er Just Akuma noch besiegt und dann hat er gegen Victor verloren. Respektabel. Und Duckner hat dich gerecht, er hat gegen Falfaris im Losers gewonnen. Let's go! Ja, Mann, geil, Duckner. Duckner ist bis heute meine Lieblingsschied. The fuck, Dicker? Einfach aus Loyalität, aus Solidarität. Okay, geil. Ja, das war dein erstes Turnier. Ich habe auch noch ein paar Namen für dich. Ich habe noch Berthold und Caron. Oh ja, klar, Bert. Wir haben noch Sam, Michael, Quoba und HP49, die TU-Gang. Stimmt, die sind... Ich dachte immer, die waren ein bisschen später als ich, aber die sind immer irgendwie zur selben Zeit gekommen, ne? Ja, die sind halt über die TSUs reingekommen. Die waren ja auch zu der Zeit. Ah, ja, stimmt. Weil... Wie war das denn? Ich versuche gerade ein bisschen zu rekonstruieren, was die richtige Timeline war. Mhm. Weil ich glaube, die ersten drei Turniere, auf denen ich so richtig war, waren No Birds Allowed. Das da waren wir im Pool gegeneinander bei NBA. Genau. Das war eine Wedding, wo wir auch im Pool gegeneinander waren. Und dann haben wir den Witz gemacht, dass jetzt immer Pools gegeneinander sind. Und ich bin einmal auf deinen Controller getreten und ich glaube, du warst so richtig sauer. Und ich war so scheiße, okay, der hasst mich jetzt. Ich war wirklich sauer. Ja, es war einfach aus Versehen, es tut mir leid. Das ja, aber es gab dann auch kein UCF, weißt du? Ah, ey, keine Ahnung, ich versteh's schon, und das dritte Turnier wäre dann genau TSU 2, glaube ich, wo Malte und Malek, zwei Freunde von mir, auch hingegangen sind, glaube ich. Wirklich? Ja, ich habe zwei Freunde von mir mitgenommen, weil ich denen dann gezeigt habe, so, boah, guck mal, das Spiel ist voll geil und so. Und die haben sich so drüber lustig gemacht. Und ich meinte so, nee, guck mal, wenn du so gut bist, dann besiegst du halt alle. So, ne? Und dann habe ich mit Dann habe ich mit Malek, glaube ich, gleich geplaced und mit PM hat er mich besiegt. geil. Also in dem Bracket übrigens Blazed Michael hieß der. Ah, ich erinnere mich an den Namen. Geil. Ja. Hamid wollte TSU auch kommen eigentlich, aber dann ist er doch nicht gekommen. TSU 2 war übrigens das TSU, was nie zu Ende gespielt wurde, wo wir die Top 6 gepotsplittet haben, weil wir rausgeschmissen wurden, bevor das Turnier fertig war. Und dann haben wir, das waren Dusan, Luma, ich glaube Nick, Felix auf jeden Fall, ein Typ namens Handsome Tom aus Kanada.
und ich, wir sechs, glaube ich, waren die Top 6. Und wir haben den Pott gesplittet, weil wir aus der Venue geschmissen wurden. Und dann haben wir das Geld vom Pott einfach zusammengeschmissen und haben es für Bier und Feiern ausgegeben. Ach nee, nicht Nick, sondern Bruno, das Haar, Dash aus Karlsruhe, der war da. Ja. Ja. Wollte schon sagen, der war auch irgendwann mal da, ne? Ja, der von TSU 2. Ey, verrückt. Ja, genau, da war ich ja bei TSU 3, war ich dann wahrscheinlich das erste Mal dabei. Und da habe ich in dem Zeitraum auch Dusan kennengelernt, weil der hat ja zu dem Zeitpunkt auch an der Deutschen Oper gewohnt. Ach ja? Und ja, mit so einem anderen Chilenen einfach, in so einer winzigen Wohnung. Und dann ist er kurz darauf dann halt eben noch näher dran gezogen. Das war ganz witzig, weil er meinte so, ja, kannst du mir beim Umziehen helfen? Und ich war so, ja, klar, warum nicht? Und wusste nicht genau, wo es hingeht. Und die meinten dann so, ja, du musst da jetzt aber Bahn hinnehmen. Und ich so, boah, jetzt so eine Stunde der Bahn hinfahren, nur um nochmal auspacken zu helfen. Und dann stellt sich raus, es war einfach auf dem Heimweg zu Fuß. Ja, einfach literally eine Station weiter. Ja, ich bin halt wirklich in 10 Minuten dahin gelaufen. Ich war schneller da als die, glaube ich. Ja. Stimmt, ja. Ich wusste gar nicht, dass Dusan, weil als Dusan nach Berlin gezogen ist damals, hat er in der Falkensteinstraße gegenüber vom Café Jasmin gewohnt. Team Jasmin. Genau. Und dann ist er kurz umgezogen zur Deutschen Oper, warum auch immer er das getan hat. Mhm. Und dann aber halt eben zu der WG, wo wir, die wir kennen, im selben Haus wie Malte und alle anderen. Und Julian. Ja, true, Malte und Hammett. Und der Ex von Dario. Tafsi hat auch da gewohnt, oder nicht? Tafsi hat auch in dem Hinterhaus gewohnt, ja. Ach so, und eine Freundin von Özge Kenz wohnt auch in dem Haus jetzt. die hat da eine Wohnung gekriegt einfach, es ist so krank. Digga, dieses Haus ist absurd. Es ist wirklich krass. Ich lieb's komplett. Ich liebe dieses Haus, Alter. Ich würd so gerne die Adresse jetzt sagen, was für eine legendäre Adresse ist, aber ich kann sie natürlich nicht live sagen. Das ist auch die einzige Adresse, die ich so für immer in meinem Kopf einmal so eingebrannt habe. Ja, Mann, voll. Auf jeden Fall. Ich fahre auch immer dran vorbei, wenn ich zum Weekly komme. Wenn ich von der Arbeit komme und vom Bahnhof Charlottenburg mit dem Fahrrad runterfahre, fahre ich immer an dem Haus vorbei. Ey. Klingt traumhaft einfach, ey. Ey, einfach 100 Leute doxen. Toshi, so recht, Alter. Ja, jedenfalls ja, die, also für mich ist das halt die TU-Gang. Sam, Michael, Quoba und HP49. Ja. Die sind halt da zum ersten Mal aufgetaucht. Auch bei den TSUs zum ersten Mal aufgetaucht. Achso, haben wir noch gleich gesagt, TSU, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, ist eine Turnierreihe an der TU Berlin, an der Technischen Universität Berlin. Technical Smash University. Einer der besseren Namen, den wir hatten, glaube ich. Einer der besseren Namen, die Dusan sich hier ausgedacht hat, auf jeden Fall, ja. Weil Dusan auf jeden Fall mit Namen immer... nicht so gut. Bisschen rando. Aber Nobody's Allowed war doch auch Dusan, oder? Ja, deswegen lustig, weil da ein Bird in der Venue war einfach. Das einzige Turnier, wo sich jemals ein Vogel in die Venue verloren hatte. Ja, genau. Und TSU, Technical Smash University, Turnierreihe von Dusan an der TU, der damals an der TU auch studiert hat. So. Wir waren hinten Marsstraße in dem Architekturgebäude, glaube ich. Ist das Architektur? Genau. Ja, nee, das ist... das ist kein Architekturgebäude. Das ist irgendein einfach so ein... Auch teilweise so ein Public Space einfach. So, da war ich schon richtig häufig zu lernen. Ah, geil. Deswegen kann man sich da auch Räume mieten. Ja. Aber sonst ist es, glaube ich, irgendwie so ein, irgend so ein Mathe-Informatik-Gebäude, glaube ich. Ich weiß nicht, ich war da irgendwie auch nochmal drin, um so eine Studie mitzumachen von einem Typen, der Bachelor gemacht hat. Aha. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal beim ersten TSU war, ich glaube ich, im Hauptgebäude und war so, Dings, ich suche hier eine Veranstaltung, ich war so zum Fördern, ich suche hier eine Veranstaltung, die heißt TSU. Und er so, das sind die TSU. Und ich so, wie soll ich ihm jetzt erklären, wonach ich suche? Hier sind Leute mit 10 Jahre alten Fernsehern, die ein 20 Jahre altes Computerspiel gegeneinander um Geld spielen. Da will ich hin. Und er und der Förder guck ich so an, so, und ich so, ja, nee, von so einer Veranstaltung habe ich nichts gehört. Ich habe hier so eine Liste, da steht nichts von TSU drauf. So, okay, alles klar, dann bin ich raus, tschüss. Bin ich nochmal irgendwie ins GSB auf dem Telefon so. Ah, Marzstraße, okay. Mal gucken, ob ich die finde. Oh Gott, oh je. Ja. Und dann kam ich zu spät, wie ich das immer tue. Aber diesmal war ich pünktlich da. Ich war nur an der falschen Adresse. Na gut, nennen wir es pünktlich. Ja, aber damit beginnt ja dann eigentlich die neue Meltdown, würde ich sagen. Stopp. Ich habe noch ein paar Namen für dich. Noch mehr Namen? Banane Marmelade. Oh, shit. Oder? Mein erster Bracket-Dämon. Dang! Der hat mich so lange besiegt und ich war so, boah, du machst nichts als irgendwas into Spotdeutsch.
Und es hat mich so ein halbes Jahr gedauert, bis ich das endlich raus hatte. Und seitdem bin ich sein Bracket-Dämon. Das ist auch gut. Ich habe noch einen Namen für dich. Eigentlich schon viel früher, also auch schon in der ersten Meltdown-Zeit. So. Also ja. Bei deinem ersten Meltdown-Turnier war er auf jeden Fall auch im Bracket. Baumwolle 8. Er ist älter, länger da als ich? Der war auf jeden Fall bei deinem ersten Turnier auch im Bracket. Bei dem Turnier bevor du. Also ich war im Juni war er da. Und ah, okay, ich hätte ihn. Warte mal, da ist er letzter geworden, vorletzter. Er hat gegen jemanden namens Chuck gewonnen und hat dann gegen Captain Rakidi verloren. Ich hätte so viel später geschätzt. Ich hätte wirklich gedacht, so ein halbes Jahr später oder so. Na gut. Okay. Manchmal ist es also noch, hast du noch mehr Namen für mich? Microsoft Office. Holy shit. Der ist auch ein TSU-Veteran. Ich weiß noch, es gab ein TSU, wo ich mit Dings mit Office geteamt habe. Da war niemand anders. Ich habe Office vorher noch nie gesehen. Und er so, jo, willst du Team? Ich so, was spielst du denn? Er so, Zelda. Ich so, okay, let's do this. Und ich habe halt zu der Zeit Fox gespielt, weil ich ja das ganze Jahr 2013 bis 2014 nur Fox gespielt habe. Also, Fox-Zelda ist ein richtig geiles Team, Alter. Ich mach so Up-Air und er macht so Forward-Air oder Back-Air, ist eigentlich egal. Und wir haben ganz knapp gegen Merym und noch irgendwen verloren. Waren Merym und Marvo vielleicht sogar? War Doppel-Fox auf jeden Fall. Eigentlich keine Schande dafür, dass das so ein... Nee, voll, wir haben ein paar Runden auf jeden Fall auch gewonnen. So gegen, also, ach so, Merym und Krypto waren das nämlich. Krypto war da auch mal in Berlin. Krypto natürlich. Timon, Alter, die Legende. Ja, der Wolfsburg, ja. Ich habe noch einen Namen für dich auf jeden Fall. Okay, einer. Plantagenkönig. Boah, mein Herz yearned for Plantagenkönig. Ja, Mann, wir lieben ihn. Ich bin kein Menschen, den ich mehr sporadisch vermisse als ihn. Ich schwöre, ich denke manchmal an ihn zurück und denke mir so, wo ist der Bro? Wo ist der? Tja, Plantagenkönig Falkenspieler. Der war. Und Fox-Spieler später. Der war richtig promising und dann hat es einfach aufgehört. Hat er nie was gemacht, aber immer, wenn er was gemacht hat, war mega geil. Voll, ja. Weil er ist auch so einer gewesen, wo du einfach wirklich immer für ihn warst. So, und einfach. True. Komplett einfach Plantagenkönig Ultras. Ja, Mann, voll. War er das gegen... war Michael gegen Fast. Michael, legendäres Set. Aber das kommt dann, glaube ich, in der späteren Zeit noch. Und ich würde sagen, hier Cut. Okay. Weil, ich glaube, dann verreden wir uns 2 Stunden lang. Ja. Und das ist eine Sache, wo ich nächstes Mal wirklich richtig gern, richtig viel und richtig ausgiebig reden möchte. Weil ich glaube, die nächsten 2-3 Jahre ist so krass viel Aktivität dazugekommen. Ja. Und da müssen wir, da können wir, glaube ich, nicht mal mehr so Turnier, so Brackets durchgehen, weil das sonst einfach zu lange dauern würde. Das heißt, ich glaube, da müssen wir wirklich uns so cherry-picked Examples von krassen Events raussuchen. Ja. Und darüber reden dann. Weißt du, womit wir anfangen beim nächsten Mal, Konsti? Erzähl's mir. Ich weiß gerade nicht, wo wir auf der Timeline sind. Wir fangen mit Helix an beim nächsten Mal, oder? Boah. Alle Pieces sind in Play, Sticker. Es ist wirklich original, wie diese Berlin Calling, wie es heute angefangen hat mit Berlin Calling. Ey, Moment. Nee, wir müssen dann eigentlich mit dem Noob Bootcamp anfangen. Passt. Noob Bootcamp war aber nach Helix. Das ist nämlich wegen Helix entstanden. Kurz vor Helix. Sicher? Ja. Ich dachte, das war danach. Genau. Aber. Also Noob Bootcamp haben wir beide uns ja ausgedacht, weil wir bei diesen Dings, bei diesen Dingern waren wir dann irgendwann so, ja, lass doch Turnier machen jetzt, wir sind zu viele Leute für Grinden. Ja, genau. Aber das Noob Bootcamp an sich, das war ja davor da. Also ja, true. Du bist, glaube ich, die ersten paar Male nicht da gewesen auf jeden Fall. Ja. Und dann hast du irgendwann die Idee reingebracht, dass das ein Turnier werden sollte, aber für mich war das wirklich so ein Ding von so, ey, ich will jetzt grinden, für Helix vor allem auch. Ja. Und deswegen lass mal jetzt an dem und dem Tag immer zusammenkommen und dann haben die Melter-Leute uns das erlaubt und ich glaube, es müsste... Irgendwann so früher September, Ende August 2015 gewesen sein. Das war übrigens die Zeit, in der, den Namen haben wir noch gar nicht genannt, in der Sodrek angefangen hat, so richtig viel zu grinden, als er dann zu mir kam und meinte, er will von mir trainiert werden. So. Sodrek war, glaube ich, bei meinem 2. oder 3. Meltdown da. Ja. Und ich weiß, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an eine Szene, wo er Fox gerade angefangen hat zu spielen. Ja.
und gegen Khan, glaube ich, gespielt. Das war ein Falcon, glaube ich. Und da gab es eine Szene, wo Khan geschildet hat und Sodak ist einfach um den Schild gerumdasht. Das war kompletter Schwachsinn, aber so ein Ding, wo man einfach so komplett drüber so drauf ausrastet, wenn man das so. Daran erinnere ich mich noch ziemlich klar. Aber gut, ja, das würde ich sagen, genau. Ab nächstem Mal dann die quasi Noob Bootcamp Jedo-Generation, ne? Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit Helix an beim nächsten Mal, machen einen großen Bang. Vielleicht filmen wir ein paar Fotos von Helix oder so, Alter. Helix war ja ein riesengroßes Turnier, da hat doch Barky oder so bestimmt Fotos gemacht, Alter. Vielleicht. Ey, ich habe mir die letzten sogar angeschaut, weil ich wollte das eine, weil ich damals hatte ich ja, war ich ja so richtig so lumbersexual. So, ich habe diesen Stil mit den Holzfällerhemden und so einen richtig langen Bart. Und ich wollte ein Bild davon raussuchen, weil so das ist, glaube ich, das Bild von mir mit dem längsten Bart ist und das sieht genauso scheiße aus, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, also ich wäre bereit, dass wir das Bild teilen nächstes Mal. Nice. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall ein paar Bilder raussuchen, weil ich habe das hier, Album gefunden. Ich habe hier dafür so ein Overlay. Ja, perfekt. Ich habe die Bilder gefunden, ich kann dir das Album davon schicken, nachher. Mhm. Und da gibt's, weil da sind wirklich so, das sind so Bilder, wenn du halt ein bisschen Leute kennst in der Community generell, dann siehst du diese Bilder, du bist so 80% der Leute hier kenne ich. Beim sofort. Da ist wirklich jeder da gewesen. Also komplette deutsche Community, so alle relevanten Leute von den Europäern, das war komplett wild. Ey, Helix war wirklich viel zu krass. Ey, dieses Turnier, das ist wirklich also eins der besten Turniere, auf denen ich jemals war. So vom Feeling her einfach auch, weil es bei uns ist so, ne? Ja. Wir hatten sowas noch nie. Das größte Turnier, was wir in Berlin hatten, waren 80 Mann. Damit haben wir heute angefangen mit Berlin Calling so. Und das war halt ein übertrieben krasses Gefühl. Aber für uns war das so immer noch, das war immer noch so ein kleines Community-Ding. So, du kannst auch jeden, der da war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Armada auch schon ein paar Mal getroffen, so, weißt du? Ja, das war halt der größte Star, wenn du so willst. Ja. Für mich war am unmöglichsten Amsa zu sehen, weil ich, glaube ich, mit Amsa vorher noch nie gesprochen hatte. Das war halt so mein übertriebenes Idol. So. Amsa war der Held für mich, so weißt du. Und ja, richtig krass so. Und bei Helix ist halt nochmal ein ganz anderes Ding. Es ist so, es ist dreifach, also wirklich fast dreimal so groß. So, ne? Kannst du dir gar nicht vorstellen. In so einer legiten Halle, inmitten von Mitte, so in der schönsten Gegend. So. Ey, die werden ja auch krass. Wie hat Dusan das gemacht? Kein Plan, Alter. Darüber... Hört ihr dann aber mehr beim nächsten Mal. Nächsten Donnerstag. Nedo. Die Pieces sind in place. Wir haben jetzt die Community aus der Meltdown, aus der ersten Meltdown-Era sozusagen euch vorgestellt. Ein bisschen darüber gesprochen, wie die Situation bis dahin war, von 2010 bis dahin war heute. Falls ihr noch ältere Geschichten hören wollt, von 2003 bis 2010, dann guckt euch das Wort von vor zwei Wochen an auf dem Berlin-Smash-Kanal auf YouTube. Wo wir Luma zu Gast hatten, um darüber zu reden. Beim nächsten Mal, ich hätte eigentlich Lust, Dusan als Gast zu haben nächstes Mal, wenn der Zeit hätte. Müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht... Der ist in Chile, also Zeit verschoben. Wenn dann. Der ist so 12 Stunden später oder so, ne? Müssen wir mal checken, vielleicht. Ansonsten, ich glaube, ich habe extrem viel Insight into dieses Turnier, weil ich das ja auch mit als so TO-Helfer organisiert, also nicht organisiert, aber ich war da halt voll in der Planung mit drin. Das heißt, ich kenne noch Titbits so auf jeden Fall. Und ich kann, also das ist ein sehr präsentes Turnier für mich auch gewesen. Erfahrt ihr alles nächstes Mal. Also da waren so wilde Geschichten. Einige werden vielleicht schon wissen, worum es geht. Ich habe Bock. Ich habe Bock auf die ganzen wilden Helix-Geschichten. Es gab auf jeden Fall eine ganz unangenehme Geschichte nebenbei. Oh je, das wird sich in den Fotos auch ein bisschen widerspiegeln, glaube ich. Oh, ich glaube auch. Ja. Oh je. Aber gut, wollen wir dann mal letztes Segment ein bisschen fragen, falls es welche gibt oder so? Weil ich glaube, es wurde sogar schon was gefragt. Also Chat, wir sind jetzt, ich würde sagen, wir können noch so 10 Minuten für eine Stunde für Fragen machen. Also Chat, wenn ihr Fragen habt über die Berlin-Melee-Zeit von 2010 bis 2013, 14 so, immer her damit. Oder wenn ihr einfach Fragen an uns habt, Conzi's Conditioner zum Beispiel wird auch oft... Hin und wieder mal. Als erstes auf jeden Fall erstmal Toshi, guten Rutsch, falls er noch da ist. Ja, Toshi, sei auch, danke schön. Er hat so abschiedsmäßig gesagt. Dann wurde gerade gefragt oder gesagt von Paul, er hat über die Fotos vom Abend vor Helix
Da erinnerst du dich ja auch noch dran, oder? Wo so 100 Leute im Meltdown waren oder so komplett überfüllt waren. Das war so krass, Mann. Das war ein bisschen ein verrücktes... Da war sogar ein Turnier an dem Tag, oder? Da war ein Turnier. Ich weiß noch genau, wie ich angekommen bin. Ja. Ich wollte so fragen, kann man noch sich fürs Turnier einschreiben? Aber ich bin nicht bis zum Tresen gekommen rechtzeitig, weil es zu voll war. Man kam nicht durch. Ich stand einfach draußen. Ich so, okay, wie machen wir das überhaupt? Wie komme ich zum Tresen? Und Phil stand so da und meinte so, Dennis, wenn du mir nicht auf den Sack gehen willst, mach's bitte nicht so. Irgendwie, weißt du, so, also, wenn du irgendwas last minute oder so, nein. Ist so, okay, mach mir ein Bier, ich hol's mir in einer Stunde ab. Ey, der Tag war komplett wild auch. Aber das ist auch eine Sache, die vielleicht nächstes Mal erzählt wird. Genau, aber es geht halt darum, wenn es Fotos gibt. Ich wüsste nicht, wer die haben sollte. Wahrscheinlich Liver oder so, können wir den mal fragen? Ich kann mal Liver anschreiben. Ey. Genau, dann haben wir... Das auf jeden Fall, ich würde so ein kleines Foto-Viewing für Helix und was da noch so abging, weil da ist dann ja langsam echt eine interessante Phase, die losgeht. Wo ich halt auch, glaube, mega, mega viel Insight für habe. Wahrscheinlich sogar mehr als du dann wieder. Ja, möglich. Weißt du, ich war dann irgendwann auch nicht mehr so aktiv. Nach Helix habe ich so ein ganz schönes Gefühl gehabt. Und ich ja auch so TO-aktiv und spieleraktiv viel mehr war. Genau. So, Fragen sind jetzt keiner weiter reingekommen. Wann war Luma nicht mehr der krasseste? Ich glaube, das allererste Mal, dass Luma, seitdem Mustafa weg war, irgendwas nicht gewonnen hat, war halt dieses Turnier, als Velgard da war. Da waren wir auch so, oh shit, Luma hat nicht das Turnier gewonnen. So, das war halt wirklich krass neu für uns. So. Für ganz Berlin war das Konzept, dass Luma das Turnier nicht gewinnt, komplett neu. Selbst als Mustafa noch hier gewohnt hat, hat Luma das Turnier gewonnen. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das war irgendwann, muss das gewesen sein, da habe ich schon, glaube ich, gespielt, wo dann Dusan angefangen hat, gegen ihn zu gewinnen, ne? Das erste Mal, dass Dusan gegen ihn gewonnen hat, waren die Playoffs von der ersten Meltdown-Season. Im Dezember oder Januar war das, Dezember 2013 oder Januar 2014, noch bevor du angefangen hast, da hat Luma, glaube ich, die ganze Zeit gewonnen in der Season und bei den Playoffs hat Dusan dann gewonnen. Und da waren wir so, what? Da war es dann halt klar, okay, diese Rivalry zwischen Luma und Dusan, die hat sich ja einige Jahre noch hingezogen. Das war krass. Okay, wirklich 2 Jahre lang, glaube ich, war das immer so ein... Ja. Das eine krasse Sheik-Dittos oder so. Es war so ein krasses Hin und Her auch. Und ich liebe halt Sheik-Dittos auch so richtig doll, Digga, ne? Ich bin halt... Luma und ich sind ja beide so Sheik-Ditto-Konnoisseure von Anfang an gewesen, so, ne? Da war ich auch immer... Luma, du kannst die Sheik-Ditto verlieren. Nicht, wenn ich dabei bin. Weißt du? Aber du war halt einfach mega schön in Pal, schick dir das so, keine Chain Raps, nur noch voll. Honesty einfach. Voll. Nur coole Kombos, nur coole Atzen. So schaut's nämlich aus. Schick dir du halt Melee am Leben, so sieht's nämlich aus, Dom. Aber spezifisch Pal schick dir du. Ja. Ey, Pal schick dir du ist so geil, das macht wirklich so einen Spaß. Und dann war, ja, Luma und Dusan haben sich dann halt so abgewechselt, so wer der Beste war. Und das blieb eigentlich auch, bis Luma weggezogen ist. So, ich glaube, da gab es keinen, der die beiden überstrahlt hat zu der Zeit. Also, als... Arthur hat die beiden überholt. Arthur. True. Und Victor hatte auch ein paar Wins über beide, glaube ich. Victor? Ja. Ja. Aber das kommt auch erst ein kleines Spiel. Ich weiß noch, dass bei irgendeinem Wedding Monthly hat... Da gibt es das eine Bild von Victor. Was ich glaube, ich habe das gemacht. So, da ist er irgendwie aufgestanden, war so richtig so einfach so... in the zone glücklich oder so, ja, ich habe Luma gewonnen. Wie ich dann so redet, so, ja, habe ich gerade Luma besiegt. Das war ganz gut, glaube ich. So, der ist schon ziemlich sick. Der ist schon ziemlich sick. Dann mach was her. Ich guck gerade mal, ob ich irgendwo Berlin... Das aber auch, glaube ich, dann fürs nächste Mal, glaube ich, ne? Ja. Ich will nur mal sehen, weil, also in den Rankings halt, ne? Ich weiß, dass Mustafa irgendwann mal auch da war. Warte mal, nicht German Power Rankings, Berlin Power Rankings. Weil wir haben ja dann auch, ab einem bestimmten Punkt haben wir ja wirklich relativ reliable Rankings. Das fängt ja dann auch so an. Warte mal. 2016, ja okay, das fängt dann halt so in dem Dreh an, wenn wir nach Helix sind. So. Also in 2016 gibt es so das erste, also Frühling 2016, gibt es so das erste Ranking von einer langen Reihe, wo wir halt wirklich regelmäßig Rankings gemacht haben. So mit Top 20. Boah, stimmt, wir können dann noch Rankings angucken. Boah. Toll. Und tatsächlich, also es gab eine Zeit, da war Mustafa wieder in Berlin und hat auch mitgespielt. Da war Mustafa dann halt Erster und Luma und Dusan aber Zweiter, Dritter. Und dann war es halt immer so, dass Luma und Dusan sich immer abgewechselt haben. Erster, Zweiter, Zweiter, Dritter, so, wenn Mustafa da war. Und dann hat irgendwann die Meltdown-Generation so ein bisschen angefangen, Names zu taken. Aber Dezember 2016 und dann war Luma weg und dann
war ja, also er war halt nie, also außer Dusan und Mustafa gab es halt niemanden, der über ihm gerankt war, so, weißt du? Ja. Also, ja, Dusan war auf jeden Fall derjenige, der so den Takeover gemacht hat, nachdem wir jahrelang von Luma dominiert wurden, so. Und Mustafa kam dann halt zurück, weil er wieder nach Berlin gezogen ist, hat halt mitgespielt und war dann halt logischerweise besser als die beiden. Ja, aber ansonsten wurde er halt nie overtaken von so, von der Meltdown-Generation. Also Luma war dann halt einfach weg, legit einfach nicht mehr da und deswegen war er dann halt nicht mehr im Ranking. Ja. Aber jetzt wurde er von Marius besiegt, also. Damit hat Marius mehr Luma-Wins als ich. Ich habe gegen seinen Doc gewonnen irgendwann mal. Oh, ich habe einen legitimen bei einem Meltdown, Best of Three aber. Und das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben gegen ihn gewonnen habe. Und ich habe danach so hart gegen die Wand geboxt, dass ich irgendwie Wochen später noch Schmerzen in der Hand hatte. Aber es war so worth. Ich war so ecstatic. Ich habe so, ja, Mann. War so, ich hatte ein Set, wo ich glaube, gut genug war, um Luma zu besiegen. Und da habe ich 2-0 geführt. Oh. Und war 4 Stocks gegen 1. Oh. Und dann habe ich 4 Stock Comeback und Reverse 3-0'd. Let's go, Luma! Das war auch so, glaube ich, so ein Ding, wo ich halt so eigentlich den Win schon hatte und dann einfach nur noch krass gefummelt habe danach und dann alles weg. Aber ja, man kann es dann. Luma ist so krass, Alter. Ohne Spaß. Ich hab in der Banger Liga noch einmal gegen Luma gewonnen, aber das zähle ich nicht, weil Banger Liga ist. Ich zähle keine Online-Turniere. Du weißt, wie ich bin. Ungefähr. Mut Roshi-Moment. Das Ding ist halt, Luma kommt ja auch zurück nach Berlin, wenn er fertig mit der Ausbildung ist. Ey, ganz ehrlich. Ich brauche eine Redemption. Wenn Luma in Berlin ist, ich glaube, er wird wieder anfangen, Names zu taken und Asses zu kicken, Alter. Ich bin mir sicher. Ich glaube, er wird anfangen, mehr zu grinden wieder und wieder. Also, weil diese Jedo-Competition, Dicker, du kannst nicht einfach so tun, als wär's nicht krass. Ja, ich glaube halt so, wenn er so Marius holen will und Maxi, dann muss er auf jeden Fall so ein bisschen aufholen. So. Also Marius, Maxi, Belgium und mich, wir sind halt so relativ gute Gegner für ihn. Ja. Ich habe richtig Schiss vor dem Tag, wenn er wiederkommt, also ganz ehrlich. Sehr heftig. Stimmt, Basel kommt ja auch bald dann scheinbar. Ja, Mann, Domme kommt auch. Aber ich glaube, Domme ist ein Level zu hoch für sein, für Lumas Level. Ja, ja, also Domme wird so ein Ding. Bin mal gespannt, wie gut er sich in Arthur macht. Aber so von der Prognose her wird wahrscheinlich dann einfach so Machtkampf zwischen mir und ihm, oder? Ich würde sagen, zwischen, also ihr drei. Ich glaube, Domme könnte vielleicht auch ein Set gegen so Geldjunge oder so droppen, weil Geldjunge halt immer so für eine Überraschung zu haben ist. Ich glaube, das kann ich ja auch. Ich kann ja auch gegen die alle. Also das wird passieren. Aber ich glaube, das werden so die Levels sein. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen hinterherkomme und dann noch Arthur anfangen kann zu holen wieder. Konzi, wenn du Bock hast, regelmäßig zu grinden, ne? Wir müssen hier keinen Podcast-Scheiß machen. Ich kann auch einfach vorbeikommen. Nein. aber ein bisschen, das geht schon. Okay, ja gut, aber dann war ja auch jetzt, warte mal, warum nimmt Berlin mir alle meine Homies weg? Das ist die letzte Frage, würde ich sagen. Ja, Michael, sorry, aber wir sind einfach nice. Dicker, denkst du nicht, Michael, du guckst uns seit 2 Stunden zu. Imagine, du könntest das jeden Donnerstag haben, aber live. Edo. Deswegen nimmt Berlin dir alle deine Homies weg. Konzi und ich, wir sind das. Team Jasmin. Damit, das ist glaube ich, gute schließende Worte. Ja. Wir nehmen dir den Homies weg. Okay, das war Berlin Melee History Month Podcast Teil 2. Nächstes Mal kommen wir zu Helix und der Meltdown Era.